Ja, huhu und herzlich willkommen wieder hier beim Quali und zu einer neuen Runde Klingen der Nacht. Schön, dass ihr alle da seid. Und wir spielen heute dieses schöne hier, dieses Abenteuer. Auch wenn wir ein bisschen heute Dinge zu erledigen haben, die sich in den letzten Sessions so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Und ich spiele nicht alleine, ich spiele natürlich wie immer mit Leopardin 202 als Ilva. Hallo, guten Abend. Und mit Rerion als Lothir. Es schneit, es schneit. Und Feder als Ikayu. Abend. Und Pölle als Goswin. Schuhu. Jo. Ja, wir befinden uns im hohen Norden Aventuriens. Ich kann auch dem gewehrgeneigten Zuschauer nochmal zeigen, wo wir denn da ungefähr uns aufhalten. Wenn ich denn das Ding finde. Da. Der Blaue See. Und ganz im Westen des Blauen Sees sehen wir Frigorn. Das ist die Stadt, in der unser Abenteuer gerade spielt. Wir waren vorher in Frisov. Frisov ist gefallen. Und wurde niedergemacht von einer dunklen Macht, den sogenannten Chakragar, den Dunkelelfen, die vorher noch nicht bekannt waren. Unsere Helden haben den Flüchtlingstreck aus Frisov herausgeführt, über die Halbinsel Nikun bis hin nach Glündhaven zum Praios-Kloster und haben auf dem Weg dorthin Himmelslichter eingesammelt, beziehungsweise gefunden. Einer der Träger ist unser Goswin. Und ihr Weg hat sie dann weiter nach Frigorn geführt, weil in Frigorn es einen alten Magier mal gegeben hat, der eine Chimäre erstellt oder gebastelt hatte zu seinen Lebzeiten. Und die Chakragar sind hinter dieser Chimäre her und hinter der Formel, wie man sie denn kontrollieren und beherrschen kann. Und dies gilt es zu verhindern. Allerdings gibt es in Glündhaven, nicht in Glündhaven, in Frigorn, ein Problem, das sich herausgestellt hat, nämlich der Stamm von Ikayu, der nivesische Stamm, lagert vor den Toren Frigorns und hier holt Ikayu ihre Vergangenheit wieder ein, denn sie war eigentlich dem Sohn des Stammeshäuptlings versprochen zur Frau und beim letzten Mal haben wir es geschafft, die ganze Sache ein bisschen aufzulösen. Ikayu hat Goswin als neuen Verlobten vorgestellt und Goswin musste um die Hand Ikayus kämpfen, einen Zweikampf gegen Nituk, den Sohn des Häuptlings, ausführen und hat ihn mit Ach und Krach unter gebrochener Nase und in allerletzter Sekunde in einem ziemlich krassen Fight hat er ihn besiegt. Und wir sind beim letzten Mal ausgestiegen mit der Szene, dass Ilva und der Schmied des Dorfes auf dieser kleinen Insel mit dem Totem, das Totem war das Ziel des Zweikampfes, standen. Der Schmied die Fackeln dreimal schwenkt zum Zeichen, dass Goswin gewonnen hat. Und da sind wir ausgestiegen und haben noch die Reaktionen der anderen und von Goswin, der mit den letzten Kräften in einem Satz sich noch an Nituk vorbeigeschmissen hat. Die Reaktion hatten wir noch gar nicht. Also, wie reagieren denn auf der Uferseite? Denn dieses Wettrennen oder die Zweikampf ging zu einer kleinen Insel im Blauen See, die vor Frigorn gelagert ist. Wie reagieren denn Lothir und Ikayu auf dieses, man kann es nicht genau sehen von eurem Standpunkt aus, wer denn da jetzt gewonnen hat, weil sie sahen, waren beide gleich auf und sind so kleine Punkte und man sieht wirklich nur den Fackelschein und es wird halt dreimal die Fackel geschwenkt.
Ja, ich kann gerne sagen, was Lotte tun würde. Und zwar, er wird erstmal blinzeln, dann wird er nochmal gucken. Und als er sich dann wirklich sicher ist, drei gesehen zu haben, wird er zu Ikario herumwirbeln. Der ganze Bart verzieht sich zu einem unglaublich gewaltigen Grinsen. Und dann wird er beginnen, Ikario und dabei sehr laut lachen. Dann hörst du ein erschrecktes Quietschen, weil die ist gerade etwas überfordert mit der Situation, die ganze Anspannung des letzten Tages ist noch nicht weg. Die ist immer noch da. Das ist immer noch so ein bisschen Unglaube und auch ein ganz klein bisschen Überforderung. Aber wenn du sie dann so herumschwenkst, dann wird sie auch anfangen zu lachen. aber immer wieder ungläubig in Richtung Ufer rüber gucken und was ist eigentlich gerade passiert? Also, ne? Sie steht neben sich. Sie steht neben sich, ganz eindeutig. Es geht ihr gut, aber sie steht neben sich. Ja, deine Familie, die irgendwie in deiner Nähe auch sich aufhält, schaut erstmal ungläubig zu dir rüber, wissen jetzt gerade nicht, ob sie lachen oder weinen sollen, ob sie sich mit dir freuen sollen oder ob sie, naja, das ist irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Nituks Familie, die auch auf diesem Hügel steht, ja, denen sieht man die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben an. Und auf der kleinen Insel, ja. Goswin ist da an Nituk vorbeigesprungen, hat in den Pfosten als erstes erreicht und liegt ja auf dem Boden im Schnee an diesem Pfosten mit gebrochener Nase. Und dem letzten Astralpunkt geraubt wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall werde ich mich nicht bewegen. Man sieht mich atmen. Aber das war's dann auch. Ich lieg da einfach vor mich hin auf dem Boden und blute ein bisschen. Was macht denn Ilva? Ich lasse ihn da nicht liegen. Ich nehme ihn hoch und lass ihn so ein bisschen alleine hochheben. Das sieht ein bisschen ulkig aus, weil ich ihn alleine vor mir in den Armen halte, so wie so ein, wie die Braut, die man über die Schwelle trägt, weißt du so. Und dann lasse ich ihn so dreimal so hoch, 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 Goswin, du hast es geschafft. Wahrscheinlich wird jetzt schlecht auch noch, aber ich freue mich gerade mit dir und tanze mit dir dann ein bisschen da rum. Also ich blute definitiv deine Schulter voll, denn es läuft. Bist du Fjallinierin, das ist dir gewohnt. Alles klar. Dann stelle ich ihn auch wieder hin, wenn ich das sehe und sage ihm, er soll. Ich packe ihm ein bisschen Schnee in den Nacken irgendwie und sage, das kühlt es und dann geht die Blutung besser weg. Ja, also du wirst feststellen, sobald du mich dann wieder loslässt, ich stehe sehr wackelig und werde auch sofort wieder in die Knie gehen. Dann stütze ich dich. Ich kann dich auch nach Hause tragen, wenn du möchtest, aber dann nehme ich dich Huckepack. Ja, Nituk diskutiert mit dem Schmied. Und ihr hört so Worte wie, ich war doch als erstes am Stamm, am Totem. Und der Schmied schüttelt mehrmals den Kopf. Nein, ich habe es ganz genau aufgepasst. Und wir waren zu zweit und wir haben es beide gesehen, dass Goswin an dir vorbeigelaufen ist. Und man, ja, man hört so ein wutentbranntes Schnaufen. Und ja, der Nituk stapft noch einmal rüber zu Goswin. Und Ilva hat ihn ja gerade irgendwie noch mal aufgerichtet und siehst jetzt, wie der wutentbrannt dieser Kerl da auf euch zustapft. Der soll mal kommen. Ja, kommt er auch. Wenn der Goswin was tun will, kriegt das mit mir zu tun. Der soll einmal hier einen Meter zu nah rankommen. So gucke ich ihn auch an. Ich sage noch nichts, aber so gucke ich ihn an. Was ist das für eine Hexerei, die du da veranstaltet hast? Alles war erlaubt.
akzeptiere seinen Sieg und verschwinde. Der ballt so die, angespannt die Faust und man sieht so ein kurzes Zucken zurück und dann irgendwie legt ihm der Schmied aber die Hand auf die Schulter. Meint so, der Zweikampf ist vorbei. Du hast verloren, Nituk. Du kannst noch einen mit mir verlieren. Und dann dreht sich wutschnaufend um und tapert Richtung Kanu vom Schmied. Der Schmied begleitet ihn und fährt mit ihm auf das andere Ufer. Während Ilva wahrscheinlich ein eigenes Kanu hat und Goswin halt übersetzt. Genau, kann. Ich fahre. Und dann Goswin über die Schulter eben die Anhöhe hoch. Wo, ich befürchte, das ist ziemlich unbequem. Schließlich habe ich da zwei Äxte auf dem Rücken. ich würde ihn wahrscheinlich wirklich weiter vor mir hertragen. So richtig Huckepack mit zwei Äxten geht ja auch nicht so richtig, fällt mir gerade auf. Und dann hängt er da so zwischen den Klingen. Das wäre auch nicht so gesund für ihn wahrscheinlich. Ich trage ihn vor mir. Das ist dann auch das, das ist dann auch das Bild, was Ikayo und Lot hier dann sehen, als sie am Ufer ankommen. Das heißt, irgendwie ein ja, Goswin, der anscheinend ja irgendwie bewusstlos dahingesackt oder sonst irgendwie in den Armen von Ilva hängt, die ihn irgendwie trägt, als wäre er ja. Ja. Das wäre es vorbei, vielleicht. Ja, in Ikayos Gesicht steht erstmal der kalte Schock. Die kriegt gerade den Schreck ihres Todes. Ikayo, alles gut. Der ist ein bisschen bewusstlos, aber den kriegen wir wieder hin. Oh, gütige Hilfe, und dann läuft sie erstmal auf euch beide zu. Der hat einen auf die Nase gekriegt. Der hat einen auf die Nase gekriegt. Der ist noch nichts gewohnt, der Junge. Das müssen wir ihm mal ein bisschen beibringen auf unserem Weg hier. Immer wieder. Also was glaubst du denn, wie Fjaninger abgehärtet werden, hä? Immer wieder Prüfungen, immer wieder Training, immer wieder Schmerzen aushalten müssen, ohne gleich umzukippen. Also komm, das ist eine blutende Nase, ja? Ja, also Goswins Nase ist irgendwie ziemlich platt. Also man sieht so ein bisschen geknickt aus. Oh je. Also ich würde mich das jetzt nicht trauen, aber ich glaube, mit einem beherzten Griff und so ein bisschen Biegen kriegt man die auch wieder halbwegs hin. Habe ich mal gesehen, wie jemand anders das gemacht hat. Aber der hatte das schon mal öfter gemacht. Ich sag ja, ich mach's nicht, aber vielleicht finden wir einen Arzt, der es kann. Der Schamane vielleicht. Gut, der kann sowas auch. Und ich könnte. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Das ist schon, aber das kann ich... Er lässt ihn auf jeden Fall Ikayo erstmal ein bisschen Raum zum Hinrennen und starkst dann so langsam hinterdrein. Immer noch so richtig das Gesicht schon fast geteilt von dem Grinsen. Ja, der Schamane kommt auch irgendwie angelaufen. Und es war das erste Mal heute, dass Feder irgendwie rausfliegt. Das wird heute wahrscheinlich noch ein paar öfter mal passieren. So, ja. Damn you, Internetleitung. Ich weiß nicht, was heute los ist. Fluch auf dich, Leitung. Kennen das ja schon. Gut, und ja. Schamane läuft auf Goswin zu, wenn Ilva ihn irgendwie kurz ablegt oder so, schaut er sich das Gesicht an und ja, wird die Nase irgendwie einrenken, einen kleinen Zauberspruch vor sich hin murmeln. Und sie soweit wieder gerichtet haben, dass da nichts Bleibendes irgendwie wegbleibt. Das Gesicht sieht immer noch blutig aus, weil ja, war halt ziemlich schmerzhaft. Und Goswin fühlt sich auch noch nicht sonderlich viel besser, außer dass seine Nase wieder gerade ist. Ist es jetzt, das war der halt die Tat, die Yutanuk da jetzt verschamant hat bei dir. Vielleicht kann man aus meinem Murmeln etwas Ähnliches wie Danke heraushören. Schon gut, Junge.
Danke, Gyotanuk. Ja. Herzlichen Glückwunsch, glaube ich. Igayu. Und Goswin. Man sieht Loti an, dass er ihn gerne knuddeln würde, aber sich das gerade nicht traut. Wie geht's denn Loti? Dem Kontrahenten? Kannst du ihn zu dir in dein Haus bringen? Da wird es schneller warm als in einem Zelt. Da kann er sich ausruhen. Mhm. Ich gehe mal nach dem Kontrahenten sehen. Willst du mir den Bräutigam übergeben? Er schmunzelt so ein bisschen. Gen Ilva. Gen Ilva, ruhig mit. Ich kann ihn auch noch zu dir nach Hause tragen. Du wiegst ja nichts, der Kleine. Oder willst du ihn rein, oder? Komm. Ja, so wird Gossim wahrscheinlich in die warme Koje bei Loti im Haus gelegt. Ja. Ich lege noch ein Fell über dich und streiche dir auf den Kopf. Und sag, so, jetzt ruh dich mal schön aus, Gossim. Ja. Wir erinnern uns, ich glaube, Goswin hatte Ilva auch getragen, ne? Ganz am Anfang des Spiels. Jetzt, nee, das war Lothia. Lothia hat ihn getragen, okay. Schade, das wäre jetzt die Chance gewesen. Goswin hat Ilva gerettet. Er hat sie vor dem Verbluten gerettet. Ja. Als ob Goswin hier irgendwen trägt. Und ich habe einen Baum gefällt. Ich war nützlich. Attribute Körperkraft, geht immer. Nein, ja, Ikaris Blick geht ein bisschen ängstlich zu Nituk rüber. Zu Nituks Familie, wo wahrscheinlich Nituk steht. Ja, du siehst, wie der Vater und die Mutter auf Nituk einreden. Und er so ein bisschen kleiner wirkt, als du ihn so in Erinnerung hast. Und irgendwie so ein bisschen zusammengesackt wird. Und du siehst Tränen in seinem Gesicht. Ja, dann gucke ich ganz schnell wieder weg. Weil so sehr Ikayo sich auch gerade freut, stellt sich zum wiederholten Mal die Frage, zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Ja. Du siehst, wie der Vater von Nituk ihn so ein bisschen vor sich her schubst und sie Richtung Karin-Herde abziehen, wo das große Zelt steht, der Familie. Ja, taumelt ich würde so ein bisschen dann, vor sich hin und man hört das Gekeife von seiner Mutter. Ich würde dann einmal die Runde über meine Familie machen, meinen Vater und meine Mutter drücken und meine Schwester und meinen Bruder. Mhm. Würde ihnen aber auch gleichzeitig mitteilen, dass ich heute Nacht bei Lothir bleibe und bei Goswin. Und dann morgen helfe, die restlichen Sachen zu packen. Gut. Ja, der Abend ist bei vielen im Dorf und auch in der Sippe der Nivesen dadurch gekennzeichnet, dass man die Sachen packt, weil am nächsten Morgen soll ja die Flucht aus Frigorn stattfinden. Und von daher ist man eigentlich ganz dankbar, dass irgendwie jetzt nicht noch groß irgendwas getan werden muss. Lothir würde aus den letzten Vorräten, die er da noch in seiner Kammer hatten, einfach einen Eintopf herrichten für seine Gäste. Nichts Wildes, aber halt was ein bisschen stärkt, was warm ist. Ja, ich würde einen Umweg noch über Gyotanuk machen. Noch ein paar Teeblätter einsammeln, wenn er sie mir gibt für Goswin für morgen. Ja, du siehst, dass das Zelt schon so halb leer geräumt ist. Ja. Bedanke ich nochmal bei ihm. Wer hat dich denn diese Teeblätter jetzt gepackt? Soll ich dir suchen helfen? Ja, suchen helfen wäre gut. Vielleicht hat ihm auch meine Frau weggepackt. Wahrscheinlich. Gehe ich mit ihm ein bisschen durch die Kisten. Oder nein, vielleicht in dem Rucksack da hinten. Mhm. Ich schaue nach.
Während du dann da nachschaust, merkst du, dass irgendwie ja, eine Familie bei Nyktalanluk am Zelt klopft. Das ist irgendwie ja, Mann, Frau, zwei kleine Kinder, so 8 und 10 vielleicht, vom Anblick her. Und dann hörst du dann Nyktalanluk mit denen reden. Und es wird ein bisschen hitziger. Aber du kannst es, also es sei denn, du möchtest deine Ohren spitzen und ganz genau zuhören. Aber du bist ja beschäftigt mit Suchen. Das ist mittlerweile zu meinem zweiten Handwerk geworden. Es ist immer gut zu wissen, wie die Stimmung um einen herum ist. Ja. Deswegen würde ich, während ich also der Mann, suche, der Mann streitet mit Nyktalanluk darüber, er möchte da bleiben, also möchte nicht die Stadt nicht verlassen. Und er spricht nicht für sich alleine, sagt er, sondern er spricht für viele im Dorf. Und Nyktalanluk spricht da, redet halt beschwichtigend auf ihn ein und sagt ihm nochmal, wie ernst die Lage ist und so. Und ja, der Abschluss ist, dass der Mann halt ja, wutentbrannt den Kopf schüttelt und davon stapft. Okay. Sind seine Frau und seine Kinder noch kurz da? Die gehen mit ihm mit. Okay. Dann gehe ich zu Nyktalanluk rüber und lege ihm entschuldigend die Hand auf die Schulter. Es tut mir leid, dass wir dir das alles aufbürden. Aber wir würden es nicht vorschlagen, wenn es nicht notwendig wäre. Ich weiß ja selbst, Kind. Die sind einfach etwas unvorsichtig. Ich werde noch mit ein paar Leuten reden müssen heute Abend. Ich kann aber wirklich sein, dass wir ein paar Leute hier zurücklassen. Aber ich werde niemanden zwingen, mit uns mitzugehen. Ja, Mikael verzieht das Gesicht, als die Erinnerungen an Frigorn wieder hochkommen. An den blutroten Schnee, an die Leichen, die unter eingestürzten Häusern und in der Asche liegen. Aber ja, man kann sie wirklich nicht zwingen. Ich hoffe nur, sie kommt zur Vernunft. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ja? Ich habe schon genug Probleme gemacht. Du kannst ja dann weiter nach diesen Teeblättern suchen. Du siehst, ich bin soweit fertig mit Packen. Ich glaube, ich muss aber noch wirklich diese Gespräche führen. Es wäre fatal, wenn der Schneider und zwei der Hirten und einige Fischer, also das sind wichtige Leute. Das ist richtig. Ich sorge dafür, dass es danach wieder alles so steht, wie es vorher stand hier. Wir räumen es morgen eh noch raus. Vielleicht kannst du ja noch dich nützlich machen und die Rucksäcke schon mal vor das Zelt tun. Vielleicht auf den Schlitten schon mal legen, das wäre hervorragend. Und wenn ich gerade dabei bin, fege ich auch noch deine Hütte. Ja. Wenn du das machen würdest. Ich fürchte, es gibt jemanden, um den muss ich mich jetzt ein bisschen kümmern. Der hat meine Aufmerksamkeit verdient. Nach allem, was er getan hat. Aber ich werde gucken, dass ich die schweren Sachen schon rausschaffe. Ein gutes Kind. Ja, dann gehe ich die Teeblätter suchen. Wenn ich die gefunden habe, sorge ich dafür, dass die Rucksäcke und vielleicht die schwere Holzkiste schon auf den Schlitten kommen, ehe ich mich dann auf den Weg mache zu Lothir und dort wahrscheinlich mit ein bisschen Verspätung ankomme. Auf dem Weg zurück zur Hütte, die Sonne ist ja untergegangen inzwischen schon. Kannst du mal noch eine Sinnesschärfenprobe würfeln? Wegen der Dunkelheit erschwert um 1. Oh, das sieht Let's gut aus. See. 5, 5, 11. Das, was habe ich denn in Sinnesschärfe? 10, okay. Alle über. Ja. Dann erkennst du trotz der Dunkelheit über Lothirs Haus wieder einen Schwan kreisen. Danke. Für alles. Ja.
Dann betrete ich die Hütte. Und während du die Hütte betrittst, darfst du mal eine Tierkundeprobe würfeln. Ja, das ist eine Tierkundeprobe würfeln. Okay, also direkt nochmal. Eieiei, heute läuft's aber bei mir. Mhm. 15 könnte kompliziert werden. Die 15 geht auf Charisma. Charisma habe ich 14. Das heißt, ich habe 4 über. Das sind 2 Erfolgsstufen. Nee. Wenn du 4 über hast, sind es 2, ja. Genau, damit 2 Erfolgsstufen. Du bist hier nicht, also du bist ja dankbar und das ist auch ein gutes Omen mit dem Schwan. Und der ist ja auch die letzten Tage, also den letzten Tag schon öfters mal über dem Dorf gekreist. Und der schon mal öfters mitbekommen. Und du bist ja auch nicht die Expertin. Vielleicht fragst du Goswin nachher mal, aber irgendwas ist komisch mit Schwan, der über dem Dorf kreist. Vielleicht nimmst du dir mit den 2 Stufen vor, Goswin mal zu fragen, wie das mit Schwänen und so ist. Der sich besser damit auskennt. Oder mit Lothir, der sich mit Schwänen garantiert auskennt. Das, Aber irgendwas kommt, irgendwas in dir drin sagt dir irgendwie, es ist eigenartig. Okay. Und es zieht sich so ein Kräuseln über deine Rücken im ersten Augenblick warst du ja dankbar und hast ja dieses Danke für alles gesprochen und dann kam dieses Ziehen und dann so ein Gedanke, so irgendwas stimmt hier nicht. Dann mache ich jetzt mal die Tür auf zur Hütte. Lass die kalte Luft rein und betrete dann selber den Raum. Boah. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Es duftet nach Robben-Eintopf mit Rüben und Möhren oder so. Viel mehr gibt's da ja nicht. Also während Goswin ja im Bett liegt und pennt und Lothir seine Eintopfzutaten schnibbelt. Spreche ich Lothir mal an. Lothir, kannst du mir nachher ein bisschen was von dem Eintopf aufbewahren? Ich hätte da noch was zu erledigen. Und das kann ich besser mit ein bisschen Hunger. Da bin ich konzentrierter, als wenn ich voll gefressen bin. Aber ich mag davon nachher was. Das sieht gut aus, was du da machst. Klar. Und so ein Seitenblick, so, das hat sie jetzt wieder ausgeheckt. Und dann verlasse ich das Haus, noch bevor Ikayo kommt. Talk! Da geben sich hier heute die Frauen die Klinke in die Hand in meinem Haus. Wie ungewohnt. Und da rennt sie weg. Und da ist sie wieder. Wie am Bahnhof hier. Ja, so ist das bei Lot hier in der Bude. Wie am Bahnhof. Wie Kinder vom Lothirs Bude. Ganz bekanntes aventurisches Buch. Die drei von der Tankstelle. ja. Dann kommt Ikayo mit der frischen Luft wieder rein. Ilva lobt gerade Lothirs Kochkünste, was wieder einen zweiten Schauern über Ikayos Rücken zieht. Ja, Ikayo schaudert auch trotz der Wärme. Würde sich aber erstmal nach Goswin umsehen. Der liegt so. Lothir murmelt so: Hier kommt die Braut. Sagt er so leise. Goswin sitzt in der Nähe des Feuers, etwas zusammengesackt im Schneidersitz, hat sich ein bisschen Stoff in die Nasenlöcher gestopft, so tamponagenmäßig. Guckt ins Feuer und atmet einfach schwer vor sich. Okay, dann ziehe ich erstmal den dicken Wintermantel aus und komme dann so mit dir rüber und setze mich neben dich. Danke.
Ich, ja. Ich habe da noch was in der Vorratskammer. So. Und schon eine spontane Privatsphäre entstanden. Naja, Ilva ist noch da. Na, die geht ja auch gleich raus. Ich bin schon raus. Ja, genau. Lothar kam dann besonders laut in der Speisekammer, wo nichts mehr drin ist. Privatsphäre. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer danke. Ich auch nicht so recht. Wie geht's dir? Ich guck hoch. Hab blutunterlaufene Augen von dem Nasenbruch. Und also was Ikayo sieht, ist, dass ich nicht richtig fokussieren kann im Blick. So, als wäre ich immer irgendwie so halb weggedämmert. Aber die Augen sind weiterhin auf. Also du hast nicht das Gefühl, dass ich irgendwie kurz vor der Ohnmacht stehe oder so. Aber so richtig geistig da bin ich auch nicht. Okay. Dann, wenn Ikayo das realisiert, würde sie dir ganz, ganz vorsichtig die Hand auf die Wanne legen, wirklich ganz sanft, um dir nicht weh zu tun. Und mein, lass es mich anders formulieren. Was kann ich dir Gutes tun? Ich lege dann einfach den Kopf so in die Hand und sage, lass uns einfach still und da sein. Das kriegen wir hin. Dann würde sie näher an dich ranrutschen und dir ihre Schulter anbieten. Zum Anlehnen. Wird angenommen. Und dann fängt sie an, leise ein liebesisches Lied vor sich hin zu summen. Ein Schlaflied. Ja, Lothia, in der Kammer hörst du das Lied. Es ist echt leer hier in dieser Kammer. Ja, es ist verdammt leer hier in der Kammer. Aha, es waren Stimmen, jetzt Stimmen, Leute, Stimmen, Lied. Das kenne ich doch, das Lied. Denkt sie das, um sich in Tiefschlaf zu versetzen, Gosvin oder beide? Also erwartet man noch so ein paar Augenblicke, während das Lied so herum in der Luft steht, dann erkennt das ja auch, das wurde ihm auch vorgesummt. Und dann lugt er mal so vorsichtig um die Ecke. Das ist wirklich so. Sitzen da. Kannst reinkommen. Ja, ist ja auch mein Haus. Genau. Das schiebt sich so ums Eck. Tja. Das hat richtig gut doch alles ineinander gespielt. Hat es das? Naja, abgesehen von einigen, ich gucke auf Gosvin, Blessuren. Ging es doch ganz gut aus, diese ganze Sache. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie schon vorbei ist. Ein Gespräch werde ich nicht herumkommen.
zumindest. Er verzieht so ein bisschen das Gesicht. Ja, vermutlich nicht. Und außerdem wäre es anständig. Du meinst, ich soll einmal ehrlich sein in meinem Leben, hm? Das hast du gesagt. Du, ich weiß nicht, wenn du lügst, also mit den Schultern. Sag mal, Lothar. Ist. Nein, fühlst du dich komisch? Abgesehen davon, dass wahrscheinlich noch nie so viele Menschen gleichzeitig in meinem Haus waren? Nein. Guckt sich mal um. Ich fühle mich komisch. Und ich weiß nicht. Da kreist ein Schwan über deinem Haus. Der gibt mir ein ganz komisches Gefühl. Ein Schwan kreist über meinem Haus. Ja. Und du hast ein komisches Gefühl. Ja, das ist unnatürlich. Schwäne verhalten sich nicht so. Also siehst du, Lothar, so mustert dich im Moment lachen, mit so einem richtig tiefen Blick in die Augen. Das ist nicht die Art von komisch. Nicht die, die ich vorher beschrieben habe. Es ist eine andere. Moment. Dum, 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 dum. Rums. Lothar, geht mal gucken. Du bist gemutet, falls du was sagen willst. Der Schwan ist nicht mehr zu sehen. Ha. Ja. So. Und geht er wieder rein? Also, er ist weg. Sah er irgendwie seltsam aus? Also, vielleicht nicht. Er singt die Stimme. Weißes Gefieder? Es war ein weißer Schwan, ja. Nein, es war ein weißer Schwan. Ich weiß nicht, so wie er da oben kreiste, hatte das was Omenhaftes. Normalerweise kreisen, also fliegen Schwäne auch ganz selten, ne? Also, genau, ja. Also Schwäne sind keine ausdauernden Flieger und der, ich weiß nicht. Ja, das ist schon eine sehr seltsame Botschaft, wenn ein Schwan über dem Haus eines Elfengewalten kreist. Und er hat es die ganze Zeit getan. Ich meine, ich habe ihn mir eine Weile angesehen. Und zuerst dachte ich, das ist ein gutes Zeichen, aber dann kam dieses... Ich weiß nicht. War irgendwas ungewöhnlich daran? Vielleicht ungewöhnlich groß oder irgendeine Auffälligkeit? Nicht, dass ich mich... Nein. Nur, dass er sich halt unnatürlich verhalten hat. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht tatsächlich eine Warnung. Oder dass jemand mich sehr genau beobachtet gerade. Hab ich Mist gebaut? Steht so... Ich murmel so dazwischen. Chakagra. Du meinst, dass das ein Beobachter der Chakagra sein könnte? Schwanengestalt, jetzt reicht's aber langsam. Entschuldigung. Nicht so laut. Entschuldigung. Zieh Goswin ein bisschen näher an mich ran.
Wie kommst du darauf? Hast du den Schwan auch gesehen? Wenn ich ein Dorf beobachten wollte, würde ich auch darüber kreisen. Als Schwan? Nun ja, wenn es einer von Ifferns Schwänen wäre, würde er mir doch nicht so ein Gefühl geben. So ein Unwohlsein, es sei denn, sie ist wirklich sehr wütend auf mich. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wir sollten trotzdem die Augen offen halten. Und vorsichtig sein. Ja. Schwarm. Ein paar Leute wollen die Stadt nicht verlassen. Sie wollen hier bleiben. Die haben. Hab ich mir gedacht. Unter anderen Umständen wäre ich auch hier geblieben. Man kann niemanden zwingen. Frigorn ist ihre Heimat und wenn man sich dazu entschließt, für die Heimat zu leben und zu sterben, dann... Ja, aber sie wissen nicht, auf was sie sich einlassen. Sie haben es nicht gesehen, Lothir. Sie wissen nicht, was wir wissen. Sie haben nicht erlebt, was wir erlebt haben. Zweimal! Dass wir das zweimal überlebt haben, ist schon ein Wunder. Eigentlich dreimal. Lothir setzt sich immer auf den Boden, also euch so halb gegenüber. Du bist zu jung, um dich da an alles zu erinnern. Aber mit der Eishexe haben wir sowas auch durchgekaut. Ich denke, die meisten, die das überlebt haben, ohne Schaden an ihrem Geist, sagen sich, Eishexe, Eis, böse Eiselfen, dämonisch verseuchte Pflanzen und Tiere, hatten wir alles schon, kommt alles irgendwann wieder, ist mir egal. Viele Häuser hier haben auch ein Fluchtweg, ein Geheimraum, der ein oder andere zumindest. Die Truppen Gloranas kamen nicht bis Frigorn, aber sehr weit waren sie auch nicht entfernt. Was mich sowieso damals verwundert hat, dass nicht sie versucht hat, irgendwas von Zobaran aufzulesen. Ich kann mich an den Krieg kaum erinnern. Ich sag dir, du warst zu klein. Zum Glück für dich. Ich bin ganz froh, dass die meisten Ilva so freundlich gegenüberstehen. Die Fjallinger, die für sie gearbeitet haben, waren ganz schön ungemütlich. Der Norden, die Nordleute... Die sind unglaublich stur. Sie sind wie die Gletscher. Irgendwann schmelzen sie zwar langsam weg, aber du kannst sie nicht gegen ihren Willen von einem weg zum anderen bewegen. Ich bete für sie, für die, die hier bleiben. Aber ich werde keinem ins Gewissen reden, der seinen Haus, das er mit eigenen Händen gebaut hat, wo er oder vielleicht schon der Vater oder der Vater des Vaters geboren wurde, ist zu verlassen. Mir ist bewusst, dass Heimat kein fester Ort sein muss.
sondern dass Heimat hier drin ist. Er tippt sich so gegen die Herzgegend. Aber für manche bedeutet es halt doch etwas, in einem Haus zu leben, das sie seit mehreren Generationen bewohnen. Ich weiß, wir können nicht alle retten. Ja, das ist die bitterste Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass es im Stamm ruhig bleibt. Und im Dorf an sich. Menschen auf engem Raum neigen dazu, manchmal zu spinnen. Es klopft manchmal an der Tür. Der Lothier steht auf. Ja. Lothier? Ich stopp mal zur Tür, mach auf. Ja. Das ist Ikaios Vater und Ikaios Bruder von der Tür. Hallo, ihr zwei. Alles in Ordnung? Nun, soweit schon. Dürfen wir reinkommen? Klar. Mach mal einen Schritt zur Seite. Ruf dann so über die Schulter: Besuch! So laut. Besuch. Ja, sie tragen so eine Rucksackgarnitur vor sich her. Irgendwie aus Robbenfell irgendwie angefertigte Rucksäcke, die irgendwie so mit Stickereien verziert sind. Guten Abend. Ich weiß, du wolltest hier bleiben. Ich weiß warum. Ich wollte nach dem Rechten sehen und diesen Mann kennenlernen, der das Duell gewonnen hat. Und hab im Zeichen meines guten Willens etwas mitgebracht. Drückt dir so den Rucksack ins. Ich nehme den Rucksack. Also die Stickereien da drauf sind halt, liest sich wie eine Geschichte. Und das ist halt die Geschichte der beiden Himmelswölfe. Und du weißt, dass wahrscheinlich deine Schwester die gestickt hat, weil die das besonders gut kann. Oder die Frau von deinem Bruder. Eine von den beiden. Oder vielleicht beide zusammen. Mhm. Ja, ich packe es mal aus. Ich denke, es ist mein Hochzeitskleid. Ja, das ist da drin eingepackt, genau. Und dann sagt dein Bruder, aber der Rucksack ist für deinen zukünftigen Mann? Fragt also so eine Fragendes. Ich schaue hoch. Danke. Und wieder genau der Blick, den Ikaio vorhin. Alles in Ordnung? Ich bin erschöpft. Und ich versuche mich möglichst gerade hinzusetzen. Gelingt so halbwegs. Er ist sehr erschöpft. Sieht so aus. Er war bereits vor diesem Zweikampf sehr angeschlagen, weil Dinge passiert sind in Glündhafen und der Kampf mit den Yetis hat uns auch einiges gekostet. Und unser Schamane kümmert sich um einen der Yetis. Wir hatten ihn darum gebeten. Rom hat heldenhaft gekämpft und heldenhaft viel eingesteckt.
könnte man es, glaube ich, nennen. Setzt euch doch. Oh, danke, es riecht nach Eintopf. Ja, man muss ja die Vorräte leer kriegen, bevor man aufbricht. Wo ist denn diese Frau mit den Tätowierungen im Gesicht? Ich denke, die tut fernlingische Dinge, die du sie versteht. Ah. Ilva hieß sie. Ilva, ja. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie nicht viel jünger ist als ich. Das weiß man bei Fjarlingern nie so genau. Wenn man sie trifft, sind sie entweder freundlich und man freut sich und denkt nicht drüber nach, wie alt sie sind, oder man ist tot. Und dann braucht man auch nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Wir halten uns von den fjarlingischen Jagdhunden nicht umsonst fern. Das weißt du, Kind. Tja, ich bin mir auf jeden Fall bei einer Sache sehr sicher. Also bei zwei Dingen, was Ilva betrifft. Erstens, sie ist mit Sicherheit jünger als ich. Und sie ist vermutlich bedeutend stärker als ich. Und Goswin auch behauptet, sie kann sich in einen Wolf verwandeln, nicht vergessen. Auch wenn man es ihr nicht ansieht. Was seid denn ihr von Handwerk, Goswin? Oh je. Ich bin Gildenmagier. Kriegt große Augen, schaut dann so Kajo zwischen dir und Goswin und Lothir hin und her. Ein richtiger Magier? Mhm. Ja. Somit nur ohne Keule. Die sind selten hier im Norden. Wie habt ihr euch kennengelernt? Indem wir uns gestritten haben. Goswin hat allen Ernstes behauptet, dass Ochsen hecheln würden, weil ihnen zu warm war und sie nicht schwitzen können. Ich bin mir nicht sicher, was genau er da erzählt hat. Aber ja. Ernsthaft? Ja, und dann haben wir uns darüber näher kennengelernt, dass wir dann Ilva aufgelesen haben. Wir müssten mir die Geschichte auf jeden Fall noch weiter erzählen und lasst uns ein bisschen Einzelheiten austauschen. Ich brenne darauf, den Mann kennenzulernen, der meine Tochter heiraten will und Nituk besiegt hat. Ja, und dann gestaltet sich euer Abend mit Geschichten. Und Lothirs Eintopf. Und was macht Ilvan im Rest des Abends? Stapft in Richtung bewaldetes Gebiet. Ich habe ehrlich gesagt die Umgebung gerade nicht mehr so vor. Das Gebirge. Ja, Gebirge. Sehr bergig. Sehr bergig. Dann suche ich Spuren von Tieren. Wild. Vielleicht was Großes. Mal schauen, was ich so finde. Ich stopfe ins Gebirge los. Mhm. Ja, der Schnee liegt ja, je weiter du vom Dorf wegkommst, desto höher ist der Schnee. Und Spuren von Wildtieren sind hier relativ einfach zu finden. Kleinere Hasen und Allerdings, eine Spur, die dir sofort auffällt, wenn du mir eine Fährtenlesenprobe machst und die gelingt, schauen wir mal.
Oh ja, das sieht sehr gut aus. Oh ja. Das hat wunderbar geklappt, alles. Dann habe ich 7 über, das sind drei Qualitätsstufen. Dann wirst du die Spuren eines Firunsbären finden. Oha. Die in die Berge hochführen. Dann folge ich mal den Spuren. Der käme mir gerade recht. Das wird nicht so einfach, aber die Mühe ist es wert. Du folgst den Spuren und ja, bewegst dich tatsächlich auch weiter in die ersten Hügel hinein, die das Dorf umgeben, und findest eine kleine Erdhöhle. Vielleicht, der Eingang ist vielleicht 3 Manns hoch. Also so. Für hier ist es ziemlich groß. Also. Aber der Spalt an sich ist nicht besonders breit, deswegen ist es nicht keine große Höhle wahrscheinlich. Mhm. Die Spuren führen genau dort rein. Ja, damit habe ich gerechnet. Das größte Glück wäre jetzt ja, wenn ich pennen würde. Ich schleiche mich da mal rein. Mhm. Vorsichtig. Schleichen ist eine Schleichenprobe. Erzähl, ich wollte verbergen. Ja, ich wollte nur eben, ich muss eben gucken, was ich da für Werte würfeln darf. Ja. Dann habe ich nur 5 über, das sind 2 Qualitätsstufen. Mhm. Langsam, bedächtig setzt du einen Schritt vor den anderen und hörst dann das Schnauben des Bären schon. Wagst es dich ja nicht, irgendwie Licht zu machen oder so. Und deine Augen gewöhnen sich nur ganz langsam an die Dunkelheit der Höhle. Draußen war es halt auch dunkel, aber da ist wenigstens noch das Stern und das Mondlicht. Ja, und der Schnee reflektiert ja auch, ne? Aber ich gehe auch nur so langsam voran, wie ich was sehen kann. Deswegen dauert also, das eine ganze Zeit. Das dauert, ja, aber das macht nichts. Und dann kannst du den Bären ausmachen, wie er da in so einer Nische liegt. Und siehst ein ausgeweidetes Tier, die Überreste wahrscheinlich, was wird das sein, ein Hirsch oder sowas? Okay, ja. Ja. Schnaubt halt so ein bisschen. Vor sich hin. Ein weißer Bär. Weißes Fell. Doppelt so groß wie du. Ja, genau. Wie viel Platz ist in der Höhle? Der Bereich hier, also die Höhle weitet sich. Am Anfang war es sehr, sehr eng und halt sehr hoch, aber eng. Und wer schnaubt, der Hirsch oder der ausgeweitete Hirsch schnaubt, ja. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Und hier ist es allerdings, da sich die Höhle was gebreitet hat, ist hier relativ viel Platz. Gut. Niemand sagt, dass man ehrenhaft gegen Firunsbären kämpfen muss, nicht wahr? Ehrenhafter Kampf und fjarniger Krieger? Eben, richtig. Also. Rondra, wer ist das? Wer weiß, wer das ist? Ich schleiche mich weiter an ihn ran. Ja. Und obwohl der hat wahrscheinlich ziemlich dickes Fell auch, ne?
Ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich dem irgendwie mit einem gezielten Schnitt die Kehle durchschneiden kann, dass er sehr, sehr schnell verblutet und gar nicht erst so weit wach wird, sag ich mal, dass er noch groß in den Kampf einsteigen kann. Ja, das kann ich tun, darin bin ich gar nicht mal so schlecht. Schauen, was Ilva über die Firunsbären so, über die Jagbarkeit weiß. Okay, die 19 ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, aber das du klappt. Kannst ja neu schmeißen, wenn du magst. Du ja, hast das drei Chips. Ich habe drei Chips, ja, dann setze ich mal einen Chip ein. Mhm. Eine 16. Das ist deutlich besser. Habe ich mit drei Qualitätsstufen Tierkunde geschafft. Ja, also Firunsbären sind berühmt, berüchtigt. Schwer auch, also selten auch. Hier oben im Norden kommen sie etwas häufiger vor, sind berüchtigt dafür, dass man sich eher von ihnen fernhält. Du bist jetzt schon auf, ja, über diesen Punkt sind wir hinaus. Auf zwei Schritt Länge schon an ihn ran. Und du kennst die Geschichten von den starken Männern und Frauen deiner Stammes. Es ist eine Ehren, also du weißt, dass der Großvater des Häuptlings Häuptling geworden ist, nachdem er mit bloßen Händen angeblich einen Firunsbär erwürgt hat. Und das ist jetzt, wo du das Tier jetzt so vor dir legen siehst, wahrscheinlich eine gelogene Geschichte oder so. Also erwürgbar sieht der jetzt nicht aus. Allerdings, du hast die Überraschung, wenn du es schaffen könntest, den letzten paar Meter zu überwinden. Und mit genug Kraft ist es durchaus möglich, dem eine solche Verletzung zuzufügen, dass du ihn relativ schnell töten könntest. Aber die mache ich dann lieber mit der Axt, weil die liegt mir besser in der Hand als mein Dolch. Und bis ich durch das Fell durch bin, hoffentlich. Also, dickes Fell haben die auf jeden Fall. Ja, ja, da muss ich, dann mache ich. Die Felle sind sehr wertvoll. Also für der ist halt das Fell, was der Großvater des Häuptlings damals hatte, ist immer noch in Besitz der Familie und ist auch ein Standessymbol. Genau, deswegen würde ich den ungern mit allzu vielen Lieben irgendwie kaputt machen. Ich will ja gerade das Fell haben, aber ich muss ja nur irgendwie muss ich ihn ja töten. Und aus sicherer Ferne mit irgendwie einem Bogenschuss, was nur kleine Löcher macht, kann ich nicht. Also mache ich mit Axt und ziele auf seinen Hals. Mhm. Dann mach nochmal eine Schleichenprobe, ob du das schaffst, ohne dass er aufwacht, irgendwie an ihn ranzukommen. Also verbergen. Das sieht gut aus, bis auf die 18. Ja, aber die stecke ich weg. Das macht nichts. Mit zwei Qualitätsstufen. Okay, das reicht mir. Und dann lasse ich dich auch für die Attacke und so nicht würfeln. Also du wirst den sowas von krass überraschen und so viel Wucht in den Schlag legen, dass du dass er keine Chance hat. Wird wahrscheinlich sich nochmal aufbäumen. Es wird einen kurzen Kampf geben. Aber nach dem ersten Axthieb hat er dann nicht mehr viel zu melden. Und du hast einen Firunsbären erlegt. Sehr, sehr geil. Jetzt ist mein nächstes Problem, dass das Ding doppelt so groß ist wie ich und wahrscheinlich auch eine ganz dicke schwer. Ja. Genau. Das heißt, ich müsste irgendwie eine Art von Schlitten improvisieren. Mhm. Ich guck mal, ob ich was finde, wo ich ihn mit schleifen kann. Genau, irgendwie, ich suche mir, da war ja eine Höhle, ich suche mal irgendwie, ob ich jüngere, junge Bäume finde, die noch so ein bisschen elastisch sind, die ich dann irgendwie zusammen benutzen kann und so, und baue mir da was. Ja.
Ein Seil habe ich und so, also das kriege ich. Kannst du mal kurz auf Holzbearbeitung würfeln, damit du das irgendwie so halbwegs so hinkriegst, dass du so einen Schlitten zusammenzimmern kannst? Zumindest behelfsmäßig. Bei Handwerk. Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Körperkraft. Yep. Yep, das läuft. Also hast du zumindest ganz behelfsmäßig irgendwie sowas ähnliches wie eine Trage oder sowas, wo du den halt hinter dir herschleifen kannst. Und das wird sehr lange dauern, aber du wirst den wahrscheinlich die Rest der Nacht dafür brauchen, aber am nächsten Morgen, ohne dass du geschlafen hast, wirst du im Dorf mit dem Bär ankommen. Gut. Sehr, sehr gut. Dann würde ich, ich weiß jetzt nicht genau, unter was das fällt. Ich habe Lederbearbeitung ziemlich hoch. Ich würde gerne dann versuchen, den Bären zu häuten und vielleicht mit gemeinsam mit Dörflern gucken, dass wir das Bärenfleisch, also dass wir den so weit wie möglich das irgendwie mitnehmen, jetzt wirklich haltbar machen, können wir es jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Mhm. Aber vielleicht können wir es irgendwie gut salzen oder so, dass wir das irgendwie mitnehmen können und jetzt auch noch Proviant, also ja, das Fleisch mal, und alles wird es ja nicht. Die Lederbearbeitung. Nicht. Ja. Für das Abziehen des Fells. Die muss ich nochmal machen. So hoch habe ich Lederbearbeitung nicht. Beliebig viele Würfel. Für den zweiten Chip neu würfeln. Oder alle, okay. Ja, ich habe jetzt einfach auf, ich habe ja hier, ja, aber jetzt reicht's. Jetzt reicht's, jetzt habe ich, ja, also mit einer Qualitätsstufe Lederbearbeitung geschafft. Gut, ja. Dann bist du den Rest des Abends und der Nacht und des nächsten Morgens halt beschäftigt und Ikayu, Goswin und Lothir erwachen am nächsten Morgen relativ früh in der Hütte. Das Feuer ist runtergebrannt. Also es ist natürlich so, natürlich hat Lothir das Bett geräumt. Mhm. Weil das einfach wesentlich bequemer ist, als auf dem Boden zu schlafen. Außerdem bestimmt nicht bei Goswins angeschlagener Konstitution auf dem Boden rumgehen. Apropos, also, Goswin kann natürlich regenerieren. Ja. Schönes Bettchen mit den Boni mit des Tees, ja. Sehr gut. Und noch Lebensenergie wahrscheinlich auch noch zurück. Ja. Sehr gut. Ja, und was euch, wenn ihr aufwacht, halt irgendwie auffällt, ist, dass Ilva nicht da ist. Ich mache mir Sorgen. Die hat doch irgendeinen Plan. Kai sitzt am Feuer, die war schon ein bisschen früher wach. Ja, das hat Feuer ist, wie gesagt, so runtergebrannt. Wenn du es jetzt nochmal neu schüren willst oder nochmal neu entzünden willst, dann ja. Mach ich ein bisschen höher, 2-3 Schalte. Wir sind nicht mehr lange hier, aber zum Kochen und zum Erwärmen des Tees brauchen wir auf jeden Fall ein Feuer. Mhm. Ich habe Liska bei Goswin im Bett gelassen. Das kennt er ja schon. Ah! Und die wärmt ja auch gut. Ja, ich wollte gerade sagen, sobald Goswin aufwacht, wird er von einem freudigen Hund begrüßt, der ihm einmal quer durchs Gesicht schlägt. So. Ja. Das freut die Nase bestimmt, wenn der Hund drüber leckt. Ja. Gott sei Dank ist sie nicht mehr gebrochen. Ja. Ja. Ich muss ich heute Morgen nicht befürchten, dass Ikai über Nacht in einen Hund verwandelt hat. Ich hoffe, was auch immer Ilva vorhatte, dass Nituki nicht über den Weg gelaufen ist und irgendwas Dummes gesagt hat. Das besänftigt deine Sorgen. Das hoffe ich für Nituki. Du kannst aber
Scheiße, Lothier. Also das solltest du nochmal üben, so als Seelsorger. Das funktioniert nicht. Vielleicht kommt in diesem Augenblick Ilva von draußen, von ihrer Gerberarbeit und von dem Ausnehmen des Bären irgendwie wieder und ist von oben bis unten mit Blut befleckt. Und irres Grinsen. Kommt gerade zurück zum Haus. Gerade als du diesen Gedanken aussprichst. Ja, dann komm mal rein. Hast du noch einen Topf? Ich habe jetzt echt Hunger. Wie siehst du denn aus? Wolltest du mal was Leichteres bekämpfen? Der Kopf zuckt zu Ikario. Ja, Ikario ist leicht nass, bitte sag mir, dass das nicht Nitoxblut ist. Hätte sein können, aber nein. Nein. Die Kreis sie geht erstmal so einen halben Meter tiefer. Aber wenn der sieht, was ich hier angeschleppt habe, dann ist der so klein mit Hut. Der soll sich mal trauen. Ich habe letzte Nacht einen Vierundsbären erlebt. Ich mach den Eintopf warm, Silber kriegt den Rest. Aus dem Kessel. Ist doch mein. Ich gucke so zu Luthi. Luthi, bitte erinnere mich, wenn es drauf ankommt, an diese Szene, ja? Wenn es drauf ankommt? Sollte ich irgendwann einmal auf der Zunge liegen haben, Silber irgendetwas Böses sagen zu wollen, ja? Ich fürchte auch, ja. Ich fürchte, ich kriege auch den Anblick nie wieder aus meinem Kopf. Oh Gott, Mädchen, was machst du nur? Alleine gegen einen Vierungsbären kämpfen. Bist du verletzt? Nö, der hat geschlafen. Du bist in die Höhle. Höhle ist Bären gelaufen, hat mich angeschlichen, der hat gepennt, ich habe ihm den Hals aufgehauen. Dann ist er verblutet. Ich habe ihn mitgenommen und gerade eben draußen auf dem Dorfplatz abgezogen und das Fleisch ein bisschen verteilt unter die Leute, die schon wach waren, damit wir Proviant haben. Und das Fell, das ist für euch als Hochzeitsgeschenk. Ich nehme Ilvas Gesicht so links und rechts in meine Hände, guck sie ganz tief an. Du bist wahnsinnig. Ja. Aber ich mache schöne Geschenke. Dann gebe ich dir einen Kuss auf die Stirn und schließe sie fest in die Arme. Jag mir nie wieder so einen Schrecken ein und verschwinde ohne einen Ton eine ganze Nacht lang, um dann blutüberströmt wieder aufzutauchen. Haben wir uns verstanden? Ich habe doch gesagt, ich habe was zu erledigen. Das konnte ich doch nicht vorher verraten. Und ich habe was erledigt. Ich bin wiedergekommen. Das war zu viel für Gosling. Und was für ein Kopf. Vierungsbär. Ja. Luthi, überleg mal, was das gefährlichste Tier war, was er jemals erlegt hat. Schneelauber. Ich finde es übrigens gut. Danke, Ilva. Das hättet ihr euch jetzt mal trauen müssen, zu sagen, schade, sowas mag ich überhaupt nicht. Das wollte ich nie haben. Dann hätten wir mal eine Frage aufhängen können. Hätte ich nie. Naja. Ich bringe das für einen Tee ans Bett. Du bist ein Mordsvibe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann. Das war jetzt gar nicht so schwer. Da hat er auch geschlafen. Ja. Schneelauch. Ilva, nimm es einfach an. Nimm es einfach an. Das ist dein Eintopf. Lothe murmelt die ganze Zeit. Dann werden wir dich waschen. Lothe murmelt die ganze Zeit. Schneelauch auch vor sich hin. Ich habe auch echt Hunger jetzt. Ist okay. Ja, Ilva kriegt so eine Schale. Gosling kriegt seinen Becher Tee. Ich esse die ganze Lothe, Schale leer. Ich bin gerade dabei. Ich guck, Ilva, ich habe gerade keinen Hunger mehr. Ja,
Ich mache das gleich noch sauber hier in die Kleider, aber ich muss hier erstmal was essen. Ich hatte jetzt echt Hunger. Am späten Morgen wird der Flüchtlingstreck aus Frigorn aufbrechen Richtung Berge, geführt von dem Stamm von Ikayu und den Yetis. Und ja, es sind nicht alle Frigorner, haben sich dem Treck angeschlossen. Frigorn ist eine kleine Stadt, 150 Einwohner ungefähr. Und gut 20 von denen sind zurückgeblieben. Aber der Rest macht sich auf den Weg. Der Schwan ist nicht da, nein, Spoon. Er kreist nicht über den Flüchtlingstrack. Ja, die letzten Blicke über die Schulter, die er irgendwie auf das Dorf irgendwie richtet, gerade für Lothir und Ikayu, deren Heimat dieses Dorf ja auf eine Art darstellt, ist so allein und schutzlos zurückzulassen, hinterlässt ein ungutes Gefühl. Und dieses Gefühl teilen sehr, sehr viele von den Menschen, die da jetzt auf dem Weg sind. Die Führer werden auf jeden Fall sagen, man wird die Spuren eines so großen Trecks auf jeden Fall im Schnee sehen können. Das heißt, wenn da irgendetwas aus dem Dorf kommt und unseren Tod will, sie werden uns finden, auch in den Bergen. Können wir nur hoffen, dass sie nun das Dorf wollen. Oder ein Schneesturm einsetzt. Oder man sich in den Höhlensystemen so gut verstecken kann, dass der Kampf wesentlich einfacher ist. Immerhin behaupten die Wesen, dass sie das Höhlensystem oben schon als Winterlagerplatz mal benutzt haben, damals zu der Zeit von Ikayus Urgroßvater, wo die Beziehungen zu Frigorn und den Nivesenstamm noch nicht so gut waren, dass man hätte vor den Toren des Dorfes lagern dürfen. Das hat sich inzwischen gebessert. Und früher hat man aber sehr oft, Ikayu kennt die Geschichten, in den Hügeln die Nacht oder die Nächte des Winters verbracht. Ihr lasst ebenfalls zurück die Ruinen des Zoberan, also das Haus des Zoberans, da wofür ihr eigentlich gekommen seid. Aber den Flüchtlingstreck alleine lassen könnt ihr nun auch nicht. Goswins Himmelslicht blinkt und leuchtet, ebenso wie das Licht des Yetis, das er um den Hals geschnallt hat, als er vorangeht mit den Treck anführt, den Schlittenpfad voran. Die Leute haben alles Nötige mitgenommen, einige sogar mehr, als sie eigentlich sollten. Man sieht sogar oft auf die Schlitten gespannte Stühle und Tische, fein geschnitzt. Einige, die sich große Schlitten irgendwie leisten, weil meinten, dass es irgendwie Sinn macht, da auch so großes Hab und Gut mitzunehmen. Und ihr werdet ungefähr einen Tag brauchen mit diesen 150, mit plus Yetis und Stamm werden es um die 200 Leute sein, die da durch das Eis und den Schnee unterwegs sind. Es ist halbwegs gutes Wetter heute. Und ihr erreicht gegen Abend die Höhlen und ja, die Bewohner, die Yetis und die Nivesen beginnen mit der Erkundung des Höhlensystems und mit der Zuweisung. Und ihr seht schnell, dass das Höhlensystem sich sehr, sehr weit in den Berg erstreckt, viele Verzweigungen hat, sodass man auch gut so viele Leute hier unterbringen kann. Was mit den Karenherden passiert, ist eine andere Frage. Sie werden zunächst einmal mit in die Haupthöhle genommen, kurz am Eingang irgendwie angezäunt, angebunden. Aber wie man sie versorgt über den Winter in so einer Höhle, wo auch noch
Menschen Platz finden müssen, ist eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Und es sind viele Fragen, die nicht geklärt sind. Und es brennen die ersten Gespräche auf. Was passiert, wenn sie uns finden? Was passiert, wenn sie uns folgen? Kinder weinen, weil sie ihr Haus verlassen haben. Es ist allgemein eine sehr trübe Stimmung hier. Die Leute sind zuerst beschäftigt damit, sich grob irgendwie ihre Sachen von den Schlitten zu laden, die Schlitten zu verstecken in den ersten Höhlen, die Karäne ruhig zu halten, sich von den Yetis fernzuhalten, vor denen sie immer noch Respekt haben. Yetis bewachen draußen dann die Höhlen. Aber allgemein, nachdem die ersten paar dringenden Erledigungen vorbei sind, beginnt das Warten. Hier kann man nichts tun. Hier kann der Schnitzer nicht schnitzen. Hier kann der Jäger nicht jagen. Hier kann die Hausfrau nicht wirklich kochen, ohne zu wissen, dass jedes Stück, was in den Eintopf kommt, nicht zu nachgeholt werden kann. Das heißt, es wird sehr, sehr viel warten, sehr, sehr viel Langeweile, sehr viele Gespräche geben, sehr viel Trübsal. Und der Gedanke vom Was wäre wenn schwirrt durch die Höhlen. Und es ist greifbar, fast schon, als könnte man mit einem Messer die Luft schneiden, so dick ist sie. Und überall hört man Schluchzen, Jammern. Diesen Leuten ist noch nichts Schlimmes passiert. Ihr kennt den Flüchtlingstrick aus Friesow. Und dennoch, die Stimmung ist ähnlich. Gerade Lothir und die zwei Schamanen, die den Trek angeführt haben, zusammen mit dem Yetis und Goswin, der das Himmelslicht offen getragen hat vielleicht, weil es glühte und auf eine wundersame Weise in der Umgebung von Goswin die Leute zum Einmut, zum irgendwie anspornte, weiterzugehen, selbst wenn es hart war. Dem Schamanen und Lothir fällt besonders auf, dass die Leute, die ihr euch kümmern müsst, die Leute aus dem Dorf, die Nevesen, dass es eine Heidenaufgabe sein wird, sie hier zu verstecken. Ikayo bekommt mit, wie schwer es dem Stamm fällt, sich um ein ganzes Dorf zu kümmern und wie stark die Unterschiede zwischen dem nevesischen Lebensart und der normalen dörfischen Lebensart der Frigorner nun noch ist. Es stellt sich sehr, sehr schnell heraus, dass auch hier rassistische Vorurteile. Wer kriegt die besseren Höhlen? Sie haben uns hierher geführt. Haben sie sich die besseren Höhlen rausgesucht? Warum müssen wir so weit am Eingang lagern? Was ist, wenn wir angegriffen werden? Die Nivesen werden wohl als letztes angegriffen werden. Opfern sie uns etwa? Solche Gedanken kommen sehr, sehr schnell auf. Goswin erholt sich immer noch von seinen Blessuren. Es wird sehr, sehr schnell besser. Die Zaubertränke oder der Tee und der Zauber des Schamanen haben dir relativ gut geholfen, auch die Nacht, die du gut geschlafen hast. Du hast das allererste Mal seit langer Zeit keinen dieser Albträume gehabt. Was du geträumt hast, kannst du dich nicht erinnern. Und da das Himmelslicht den ganzen Tag geleuchtet hat, fühltest du dich stark und merkwürdig dazu angeleitet zu führen. Und Ilva bemerkt nun, dass eine ganze Nacht mit einem Bären kämpfen und ihn ausnehmen und ihn transportieren und danach einen weiteren Tag mit einem Flüchtlingstreck durch tiefen Schnee und Eis zu marschieren, dann doch über ihre Kräfte geht. Und pennt den Schlaf der Gerechten, jawohl. Wird erschöpft, die ersten Schritte in die Höhlen setzen und in der erstbesten Höhlennische
auf die Knie gehen, ihre Felle dahin schmeißen und sich dorthin legen und direkt wegschlafen. Lothar wird sich mal den Schamanen schnappen. Jutanuk. Ja. Okay. Nachdem er wieder mal zwei Streithähne ein bisschen besänftigen musste. Und er so langsam überlegt, ob er hier nicht dauerhaft die friedvolle Aura anwenden muss, wenn das so weitergeht. Es war eigenartig, solange ihr gezogen seid und solange Goswin und der Yeti nebeneinander gelaufen sind und das Himmelslicht geschienen hat, solange waren die Leute friedlich. Jetzt, wo die Yetis draußen lagern und Goswin in der Höhle sich auch breit irgendwie sich auch eine Nische gesucht hat, zusammen mit Ikayu vielleicht, und das Himmelslicht ein bisschen weniger leuchtet. Es pulsiert immer noch ganz schwach, aber es leuchtet nicht mehr so stark wie auf dem Weg. Nun, da hattest du nicht das Gefühl, die friedvolle Aura anwenden zu müssen, aber jetzt. Alterchen. Nux sieht sehr gezeichnet aus. Der lange Weg scheint auch ihm sehr mitgenommen zu haben. Not hier. Bleibt jetzt. Ich gesehe mich da einfach mal zu. Der Schamane hat sich relativ weit innen im Höhlensystem, weil eine zweite größere Höhle ist, ein kleineres Zelt irgendwie so quer an die Wände gespannt, sodass er ein bisschen Privatsphäre hat. Und sitzt halt an so einer Kochstelle. Richtig großes Feuer kann man hier nicht machen, weil der Rauch nicht abziehen kann, aber ein kleines Feuer. Gut, der ist auch tatsächlich ziemlich K.O., also einfach erschöpft, weil er die ganze Zeit am Schlichten ist und am gut zureden. Gut, hier. So langsam wird es eng, oder? Ich wusste, dass das kommt. Wir sind hier vor der Flut in Sicherheit, aber... Der Winter ist noch lang. Ja, und wenn das so weitergeht, bleibt nicht mehr viel übrig. Ich habe unterschätzt, dass die Wesen und die Dorfbewohner, jetzt wo wir so zusammengefercht sind, vielleicht, sie brauchen eigentlich Abstand. Ich wohne schon viel zu lange im Dorf, ich habe es echt unterschätzt. Wenn man sich halt nur gelegentlich trifft zu den Festen oder sonst etwas, dann hat man weniger Zeit, sich auszutauschen. Also kann sich auch weniger Unmut breit machen. Die Leute haben nichts zu tun. Sie sind mit ihren Gedanken alleine. Ja. Sie haben Angst. Und da sie das, was vor dem sie wirklich geflohen sind, nicht sehen können, projizieren sie ihre Angst auf das, was fremd ist, hier bei ihnen. Hast du den Schrei lichten können? Die Korbflechterin und dieser nivesische Junge? Vorerst. Aber das Wort Diebstahl stand im Rahmen und das ist nie gut. Wir werden uns diesen Luxus und Eigentum hier eh nicht lange leisten können in diesen Höhlen. Nein, das nicht. Ich über kurz oder lang werde ich wohl meine Göttin bitten müssen, ob sie uns etwas Unterstützung zukommen lässt, aber das wird auch nur kurzfristig helfen können. Aber
Vielleicht gibt es da etwas, das wir tun können. Mit deinem Einverständnis. Was hast du für eine Idee, Lothier? Wir müssen ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für Hoffnung. Ein Zeichen für Neuanfang. Ein Zeichen für, dass es weitergeht. Und ein Zeichen der Verbindung. Ein Totem. Eine Hochzeit. Ich sehe, worauf du hinaus willst. In diesen doch sehr beengten Räumen kann man sich einer Hochzeitsfeier nun wirklich nicht entziehen. Der junge Goswin hat ja auch keine Familie, die ihn unterstützt bei dieser Hochzeit, nicht wahr? Nun, er hat keine eigene, die ihn unterstützt, aber er ist schon Teil von Ikarius Sippe geworden. Wir könnten es den Leuten so verkaufen, dass sie sich alle um das Hochzeitspaar kümmern müssen. Und alle mitarbeiten an dieser Feierlichkeit. Dann hätten sie alle etwas zu tun. Und die Symbolkraft sollte man nicht außen vor lassen. Das ist ein Mittelreicher, der zuckt mal so mit den Schultern, eine Nivesen-Ehelicht. Was ein Zeichen der Verbrüderung und Verständigung sein kann. Das stimmt. Und mit deinem Einverständnis, wir können die Zeremonie gerne zusammen abhalten. Oder ich leite sie sowohl in den wesischen als auch im mittelreichischen Glauben und versuche beide zu vereinen. Ich habe lange keine Hochzeitszeremonie mehr abgehalten. Ich dachte, das Letztnächste, was ich mache, ist die Hochzeit zwischen dir und Nirala. Aber ich dachte, vielleicht überlebe ich das ja schon nicht mehr. Alterchen, das wäre meine Freude, wenn du das tust. Wir könnten fragen, wer von den Dorfbewohnern und den Nivesen an einem Hochzeitszelt arbeiten. Und der junge Goswin braucht auch ein Familienzelt für die neue Familie. Das heißt, wir müssen zwei Zelte neu dekorieren und anfertigen. Segenssprüche müssen geschrieben werden. Ja, es müssen Zeichen gemacht werden. Und die Idee von einem Totem finde ich immer noch nicht so schlecht. Das wird auf jeden Fall auch die konservativsten Gemüter beruhigen. Ja, man könnte das Totem später als heiligen Ort oder so aufsuchen, eine Art Kapelle. Eine Pilgerstadt. Ja. Wir brauchen Utensilien. Es muss gekocht werden und getrunken. Dann schlage ich vor, starten wir. Beginnen wir mit dem Aufruf. Wollen Sie das denn jetzt so schnell machen? Ich werde das noch mit Ihnen besprechen. Aber ich glaube nicht, dass Sie Nein sagen. Diese Beziehung steht unter einem komischen Stern, Lothier. Erst dieses überstürzte Zweikampfding. Die kennen sich nicht so lange, wie ich das gehört habe. Und jetzt sofort die Hochzeit. Aus Zwang, um allen zu helfen. Es ist ungewöhnlich, ja, aber diese Zeiten sind auch mehr als ungewöhnlich. Bist du dir sicher, dass die beiden dann nicht nur heiraten für die anderen und nicht für sich selbst? Können wir das verantworten, Lothier? Nur weil alle das erwarten von den beiden. Das ist eine schlechte Ausgangsposition. Das schon, aber wenn ich zumindest der Wille da gewesen wäre, hätte Goswin nicht Ja gesagt. Der Sohn des Schmiedes, dieser Chet, er hat auch gesagt, die müssen ziemlich schnell heiraten, die beiden. Die wären sehr süß zusammen.
wir müssen es vor allen Dingen hinbekommen, dass die konservativen Stimmen, denn die Wesen auch zufriedengestellt werden. Deswegen muss es eine Hochzeitszeremonie geben. Ja. Ich werde mit Ihnen sprechen und du kannst ja schon mal herumfragen wegen dem Toten. Dann ist schon mal eine Sache geklärt. Ich spreche mit meiner Frau wegen dem Hochzeitszelt. Ich glaube, sie hat da gute Beziehungen, wenn du mal verstehst, was ich meine. Natürlich, natürlich. Gut, dann machen wir es so. Ich rede mit den beiden. Gut. So. Wäre besser. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit ist vergangen seit dem Gespräch? Also bevor dieses Gespräch angefangen hat mit dem Schaman. Wie lange sind wir schon da in den Höhlen? Ihr seid jetzt quasi den ersten Abend halt in den Höhlen. Alle haben sich soweit halbwegs häuslich niedergelassen. Wissen, wo ihr Platz ist. Ja, vielleicht machen wir dieses Gespräch auch am darauffolgenden Morgen. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Oder am Nachmittag. Und ja, doch, machen wir Nachmittag draus. Am Nachmittag des folgenden, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, damit es sich gesetzt hat. Ja. Genau, dann würde ich, während die Spannung in der Höhle immer mehr ansteigt, irgendwann mich zu Goswin und Ilva gesellen und mal, ich möchte euch was zeigen. Kommt ihr mit? Ja, sicher. Klar. Und dann kann okay. Ilva ja auch mitkommen, weil dann hat sie genug Schlafmöglichkeiten. Sie ist zwar immer noch total, fühlt sich immer noch schwach, Ilva. Eine Nacht nicht schlafen und zwei Tage harte Arbeit. Und davor so eine Spannung bei dem Rennen, hallo? Ja, das zehrt auch an deinem Körper und man sieht es. Und Goswin tragen, so schwer ist er zwar nicht, aber trotzdem. Ja. Ja. Ja, ich nehme mir zwei Teiglichter. Macht die an einem Feuer und würde euch tiefer in das Höhlengewirr führen. Ich muss mich dabei anscheinend nicht so wirklich orientieren. Man hat den Eindruck, ich erinnere mich an etwas, während ich mal links, mal rechts abgehe, einen kleinen Weg runter. Bis wir irgendwann in einer größeren Höhle ankommen, die sehr dunkel ist und halt. Und dann gehe ich etwas zögerlich auf eine Wand zu, erkenne dann, dass ich richtig gelandet bin und würde euch dann näher winken mit euren Teiglichtern. Und auf den Wänden der Höhle kann man Bilder sehen, die gemalt wurden. Man erkennt die Wesen auf der Jagd, in ihren Hütten, beim Rommjagen, Hundeschlitten. Es ist quasi Abbilder der nivesischen Kultur. Die Himmelswölfe jagen darüber. Alles halt so ein bisschen höhlenmalereimäßig. Was halt wie so ein Wandteppich über die ganze Höhlenwand ausgebreitet ist. Mein Volk hat keine geschriebene Sprache. Wir bewahren unsere Geschichte in Liedern und Bildern, auf Zelten oder in Stickereien oder eben hier. Mein Urgroßvater war hier. Deswegen, die Wegbeschreibung wurde quasi weitergegeben und ich wollte einfach wissen, ob es wirklich ist. Wird das weitergeschrieben? Ja, komm mit. Ich gehe ein bisschen weiter und dann sieht man quasi, wie die Zeichnungen sich verändern. Eine der Zeichnungen ist besonders, also ich weiß nicht, ob Ikayo da schnell dran vorbeigeht, aber eine der Zeichnungen zeigt eine Auseinandersetzung deines Stamms mit den Fjarningern. Und laut Zeichnung ist das keine gute Geschichte für die Nivesen.
Ja, also wenn Italien versucht, da schnell von Leiden zu gehen, checke ich das nicht. Und also, guck mal, da sind auch Fjaninger zu sehen. Was, wo? Zeig. Ja. Drehe ich mich um, halt mein Licht höher und da sieht man halt ja, wie die Fjaninger ein nevesisches Dorf überfallen und ja, es ist, man könnte es jetzt freundlicherweise Abschlachten nennen, aber naja, mein Volk hat nicht wirklich Chancen. Sie sind wie Monster dargestellt. Mhm. Naja. Wir sind ein bisschen wie Bären. Es sind nicht immer die besten Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern gewesen und werden es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht sein, je nachdem, auf welchen deiner Stämme man trifft. Ja. Das wird wohl so sein. Alles in Ordnung? Du bist ganz nett. Ich finde es nicht in Ordnung, dass meine Leute auf deine eingehauen haben. Aber man muss ja nicht immer stolz sein auf die Leute, die vor einem da waren, oder? Man kann es ja selber besser machen. Und klopf dir so auf die Schulter. Richtig. Darf ich dich eigentlich fragen, warum du nicht mehr bei deinen Leuten bist? Ich meine, als wir dich gefunden haben, warst du in Ketten gelegt. Ja, das passt vielleicht so ein bisschen wieder zu dieser Darstellung. Ich hatte meinen eigenen Kopf. Das ist nicht immer gut bei den Fjaningern. Zumindest nicht, wenn es Pläne gibt, an die man sich halten soll. Du hast davon gehört, dass du hast selber das erlebt, wie das ist, wenn andere Leute über deinen Kopf hinweg Entscheidungen treffen. Auch ich wurde schon als Kind jemanden in die Ehe versprochen. Den wollte ich nicht, den kannte ich auch gar nicht richtig. Der war aus einem anderen Stamm, aber das hätte unsere Beziehung miteinander verbessert. Wenn es das. Ich wollte das nicht. Normalerweise gelten diese Versprechen nicht so viel. Wenn sich die Leute bis dahin, wo sie im heiratsfähigen Alter sind, anders entscheiden, dann ist das so. Dann kann man das tun. Und selbst wenn man sich dann immer noch heiraten will, dann muss man einander erstmal beweisen, dass man sich auch würdig ist. Ich hatte überhaupt kein Interesse, diesem Typen irgendwas zu beweisen. Ich fand ihn nur ätzend. In meinem Dorf allerdings gab es jemand anderes, den ich sehr interessant fand. Das Problem war nur, der war schon verheiratet. Das ist auch nicht unbedingt ein Hindernis, so bei uns Fjaningern. Das funktioniert solange die Partnerin nichts dagegen hat, der Partner. Ja, sie hatte was dagegen. Sie hat gemerkt, dass wir uns dann doch ein bisschen zu gut verstanden haben und sie hat Druck gemacht, dass doch bitte das bleiben soll und dieses Eheversprechen, von dem doch immer schon so lange geredet wurde, jetzt seit Jahren, und das müsste doch jetzt mal. Und ich wollte nicht, aber ich habe Ärger gemacht und am Ende musst du deinen Stamm unterstützen. Oder du bist außen vor, weil wenn du gegen deinen Stamm bist, dann, naja, wirst du ihm schaden. Und dann wirst du in Ketten gelegt und sollst zu deinem Bräutigam geschleppt werden. Von daher war es nicht so schlecht, dass sie mich gefunden und mitgenommen hat. Ich
Ich leg dir die Hand auf die Schulter. Das tut mir leid. Ich verstehe das sehr gut. Naja. Naja. Jetzt sollen sie mal versuchen, dich zu holen. Ja, vielleicht. Naja, mittlerweile haben sie aufgegeben. Aber ich meine, sie waren ja immer noch hinter mir her. Sie waren ja immer noch hinter mir her. Ich war ja schon mal ein Stückchen weit abgehauen, bis die Mittelreicher mich aufgegriffen haben. Ja, trotzdem. Du gehörst jetzt zu meiner Sippe. Ich bin vielleicht kein großes Hindernis und die Kajo baut sich zu ihrer stattlichen 1,54 auf. Aber man kann auch mal Stolz haben. Was? Ich guck Gosse dann. Bitte? Wieso musstest du husten? Es ist kalt. Du mich auch. Ich glaube, wie Kai auf die Schulter. Ja, ich weiß, was du meinst. Und wenn einer versteht, wie scheiße die Situation ist, dann wahrscheinlich du. Also, naja. Immerhin hast du jemand anderes gefunden zu heiraten und guck auf Goswin. Wer weiß, ob mir das auch nochmal vergönnt ist. Bestimmt. Du weißt schon, wo wir hinwollen jetzt, oder? Ja, aber ich versuche mir ein Beispiel an dem dusseligen Lot hier zu nehmen und die Sache nicht so ganz negativ zu sehen. Auch wenn es in Anbetracht dieses Bildes, und sie geht ein paar Schritte weiter, und da sieht man dann quasi die Beginne des Kriegs gegen die Eishexe, schwierig ist. Ja. Nicht so rosig alles, ne? Aber naja. Ich freue mich schon auf Lothiers und Miralas Hochzeit und auf eure auch. Das wird bestimmt super und alleine dafür kommen wir doch wieder. Hallo, hör mal. Ja. Ich weiß nicht. Cosmin, wie fit fühlst du dich? Hey, Goswin, sie kann es gar nicht abwarten. Stupp sie zu die Seite. Ja, aua. Das war so nicht gemeint. Ah. Ja, das war wohl. Wohl. Jetzt warst du nur ein Rückzieher. Ja. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Sorry, siehst du gerade Feingefühl bei einer Fernhängerin? Gibt's nicht. Dirt. Naja, ich dachte, ihr würdet die Bilder vielleicht ganz interessant finden. Ich finde sie wunderbar. Die sind super. Wir machen gleich welche dazu, wie ihr heiratet. Nein, machen wir nicht. Ich habe das eigentlich so verstanden, dass die Geschichte hier aufgemalt wird, nachdem sie passiert. Aber das passiert so sicher, also da können wir doch ruhig schon mal. Dann malen wir, wie wir Freunde geworden sind und jetzt die Fjarninger und die Wesen Arm in Arm tanzen oder so. Und einen Eisbären haben, also Vierungsbären. Um einen toten Vierungsbären herum, ja. Ja, halt doch das Iglu. Genau. Unser Iglu, ja. Ich habe bestimmt oben irgendwo ein bisschen Kreide. Top. Und ich skrupel in der Chronik der Sippe rumzumalen. Du heiratest eine Wesen, du gehörst jetzt dazu. Sie hat gesagt, ich gehöre auch mit rein, dann darf ich mitmalen. Du hast eine riesige Familie. Herzlichen Glückwunsch.
Sie wird dir unglaublich auf die Nerven gehen. Sie wird dich in den Wahnsinn treiben und sie wird immer da sein und sie wird stinkbeleidigt sein, wenn man zu bestimmten Festen nicht auftaucht, aber naja. Aber wie funktioniert das denn mit Familie? Das bringe ich dir schon bei. Und abgesehen davon kannst du das schon längst, wenn man sich mal unsere kleine Gemeinschaft ansieht. Darüber werde ich erst noch nachdenken müssen. Mach das. Aber ja, ich denke, die Geschichte der Himmelslichter wird hier auch irgendwann stehen. Wo wir gerade davon reden, leuchtet mein Himmelslicht noch? Ganz, ganz, ganz schwach. Hm. Es glimmt mehr, als dass es leuchtet. Naja gut, lass uns mal zurückgehen und mal gucken, ob die Leute sich mittlerweile die Köpfe eingeschlagen haben. Na, da wird Loki wohl das Ding gewusst haben. Ja, das soll. Nervös? Bitte? Nervös? Wer? Ich? Keine Ahnung, der Typ, der genauso aussieht wie du und 2 Meter hinter dir steht. Ich gucke mich wirklich ernsthaft um, ob da ein Typ hinter mir steht, der genauso aussieht wie ich. Du blickst an die Wand und siehst halt irgendwie eine nivesische Zeichnung. Kaio, du glaubst gar nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Jetzt wirklich? Verwandlungsmagier. Ja, Ikayo bricht ein herzhaftes Gelächter aus. Na komm, ich bringe es mal wieder nach draußen. Ich setze mir nicht an den Kopf. Ja, ich bin super nervös. Aber ich setze Liska den Kopf und sage, guck sie dir an, du Och. Ja, Liska schlägt dir die Hand ab. Lass uns jetzt einfach nach oben gehen. In Ordnung? Sicher, dass du nicht hier drüber reden willst, wo nicht ungefähr 100 neugierige Ohren auf einmal horchen? Ehrlich gesagt bin ich mir gerade sicher, dass ich da gerade gar nicht drüber reden will. Alles klar. Du weißt ja, wo du mich findest. Lass mich einfach nervös sein. Das vergeht auch wieder. Hoffentlich. Alles, was du willst. Alles, was du willst. Und dann fühlen wir da nach oben. Ja, wo euch Lothir schon entgegenkommt, der Leute gefragt hat, wo ihr denn seid und in eure Richtung geschickt wurde. Aha! Ein bisschen die wesische Kultur für den Anfang. Ich zwinge mal zu Gosling. Ja. Genau, euch habe ich gesucht. Wieso guckst du so komisch? Was hast du getan? Siehst du, ich bin nicht umsonst nervös. Ihr könntet mir helfen. Nein, noch besser. Ihr könntet vielen helfen. Kommt mal mit. Na gut. Du gehst so ein paar Schritte, wo man halt noch ein bisschen ungestörter durchaus ist. Ich weiß, aus wenn du warst bestimmt noch damit beschäftigt, ein bisschen deine Wunden zu lecken und deine Kopfschmerzen zu kugeln. Aber vielleicht ist es dem einen oder anderen ja durchaus aufgefallen, dass die Stimmung langsam hier etwas kippt. Es gibt Ärger zwischen den Wesen und den Frigornern. Es gibt Ärger zwischen den
jungen Niewesen und den konservativen Niewesen. Es gibt immer noch ein bisschen Unmut bei Netok Sippschaft, wenn er auch immer leiser wird, aber sowas bauscht sich halt gerne mal auf. Die verbliebenen Nomaden versuchen, die Leute über den Tisch zu ziehen und alles in allem. Den Tisch haben sie sogar mitgebracht. Ja, alles in allem wird es nicht mehr lange dauern, bis es richtig knallt. Und sowas wird sich dann fortsetzen wie eine Lawine. Und die Kräfte meiner Göttin sind begrenzt. Ich kann sie nicht alle dazu zwingen, sich lieb zu haben. Du weißt schon, dass ich aus der anderen Lobana-Akademie komme, oder? Da gibt es zwei. Das wollte ich auch gerade. Nein. Das ist ganz schön viel Magiezeug für eine Stadt. Naja. Gut, den Frigorn hatten wir Zobaran, also nein. Ich habe mich mit Jutanuk unterhalten. Und er macht sich auch Sorgen auf seine alten Tage. Und uns ist da ein hervorragender Einfall gekommen. In diesem, das ist nicht gut. In diesem letzten schweren Winter nach Globalas Verschwinden. Da hat auch Gitanuk mehr oder weniger aus dem Stehgreif ein Frühlingsfest ausgerufen. Und die Leute waren überglücklich, haben gefeiert, gelacht, getanzt, gejaucht und alle haben sich gemocht. Also, aber Frühlingsfest hatten wir schon. Vielleicht eher sowas wie. Also Jungchanjuk wollte auf jeden Fall einen Totem errichten für die Niewesen, für die Himmelswölfe, was, denke ich, eine gute Sache ist. Ich werde mich da mehr oder weniger vermutlich für Ifern ähnlich was anschließen für die 12 Götter, glaube ich. Und da möchte ich gerne ein paar Leute einspannen, damit man halt nicht immer nur die Nachbarn sieht oder den Nachbarn, dem es ja vermeintlich besser geht als einem selbst, obwohl das völliger Quatsch ist. Aber ich würde zum Punkt kommen. Ja, wie können wir helfen? Was haltet ihr davon, wenn wir für alle zusammen als Symbol von zwei verschiedenen Welten, die miteinander auskommen, eure Hochzeit zelebrieren? Hier in den Höhlen. So schnell wie möglich. Ich laufe wieder knallrot an. Und dazu würden wir alle, die in den Höhlen sind, aufrufen, euch zu unterstützen. Was schneidern, etwas basteln, dort etwas herstellen, dort etwas anbringen. So ist jeder mit einer für ihn gute Sache beschäftigt und es ist ein unglaublich starkes Symbol für die Gemeinschaft, für den Zusammenhalt und für das Zusammenwachsen von zwei angeblich nicht wirklich vereinbaren Welten. Lasst mich jetzt nicht im Regen stehen. Ich meine, ihr müsst nicht. Dann wieder so ein Stück zurück. Aber es wäre als Symbol für die Leute wirklich gut und wichtig. Ja. Die Begeisterung wünsche ich mir auch. Ich klopfe ihm so leicht auf die Schulter. Das hat sich jetzt negativer angehört, als es gemeint war. Also ich denke mir gerade, na gut, es passiert ja sowieso irgendwann, dass wir uns Gedanken darüber machen sollten, das dann auch zu tun.
Naja, vor allen Dingen war es halt als Gedanke gedacht, weil du ja selber keine Familie hast, die du präsentieren kannst. Hier so sollen die Leute dann halt quasi für dich die Ersatzfamilie sein auch. Du weißt schon, dass ich nicht weiß, wie das geht, Familie, ne? Tja, das lernt man relativ rasch. Einfach durch Zugucken und nachmachen. Naja, eigentlich wird man eher in einen wilden Haufen reingeschmissen und versucht auf irgendeine Art und Weise zu überleben, aber das kommt dem ziemlich nah. Ikario, nicht jeder ist ein Wolf. Ihr helft mir gerade echt gar nicht. Können wir das vielleicht noch mal unter uns beiden reden? Also klar, weil ist das jetzt ein Ja oder ein Nein? Oder ich denke noch drüber nach. Du, das ist ein entschiedenes Jein. Das ist ein entschiedenes Vielleicht. Genau, können wir aber eben. Gut, ihr habt ein bisschen Zeit. Danke. Also jetzt mal ganz ehrlich, vom kognitiven Standpunkt her, super, Lothier. Von allen anderen, wir reden nochmal drüber. Ilva, was sagst du dazu? Ich wäre dabei, aber ich... Danke. Ilva, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du hast das nicht zu entscheiden. Ich habe schon gefragt. Ja. Gut. Sehr schön. Gut, dann... redet mal, ihr frisch Verlobten. Lothe wirkt unglaublich beruhigt und mit sich selbst zufrieden. Ist ja schön für Lothe. Auftrag ausgeführt. Ich gucke Gosven an. Sollen wir nochmal Bilder gucken? Ich glaube schon. Ich gehe vor. Dann dackeln wir wieder zurück in die Höhle. Oh. Thelma mit seinen Ideen. Oh. Ich bin hoffnungslos überfordert. Ich auch. Sozial ist echt... Nee. Also ich finde, du schlägst dich ganz gut, sozial. Ich gebe mir echt Mühe, aber... Okay, wichtigste Frage vorneweg. Gibt es irgendwelche nivesischen Riten, die mit Spiegeln zu tun haben? Hast du hier oben im Norden schon mal einen Spiegel gesehen? Gut. Also außer dem Eis, aber... Okay. Einfach so. Okay. Nenn's einen Tick. Ja, sag was. Was? Du bist die, die viele Menschen hat, mit denen sie aufgewachsen ist und so. Ich würde mir da an deiner Stelle gar keinen Kopf drum machen. Mein Vater und mein Bruder mögen dich. Und meine Schwester ist leicht zu begeistern, könnte man es nennen. Und der Rest meiner Familie ist sehr offen und herzlich. Eigentlich sind sie dir gar nicht unähnlich. Sie gehen offen auf Menschen zu, heißen sie willkommen, sind neugierig. Ihre schiere Anzahl ist nur manchmal etwas erdrückend und die Menge an Zuwendung. Leicht überfordernd für Fremde. Aber wirklich, ich finde nicht, dass du irgendwie schlecht mit Menschen bist, eher das Gegenteil.
Wie gesagt, ich gebe mir Mühe. Das Wichtigste ist, dass du dir sicher bist, dass du das immer noch willst. Ich zwing dich zu nichts. Hab ich doch gesagt, oder? Ja, aber die Gründe sind ehrlich gesagt schleierhaft. Naja, also, was braucht man denn dafür für Gründe? Am besten gute. Ich meine, wie du gesagt hast, wenn dann richtig, für uns beide gibt es da keinen Weg raus. Ich werde dazu stehen. Ich auch. Klar. Ich habe mich ja nicht mit Nituk angelegt, weil ich da nicht hinterstehe. Also aussteigen hätte ich früher müssen. Naja, du hättest dich ja auch deshalb mit Nituk angelegt haben können, weil er dir wegen irgendwas auf den Schlips getreten ist. Schließlich habt ihr euch vorher unterhalten, ohne dass ich das wusste. Nein, er war nett. Hätte ich mich geistig mit ihm duellieren wollen, wäre er wahrscheinlich so unbewaffnet gewesen. Gut. Ja. Ob die Kai immer noch so ein bisschen rot ist, ist schwer zu erkennen in dem Dämmerlicht. Aber sie druckst auch so ein bisschen rum. Gut. Ich mache einen Schritt auf die Kaya zu. Und bleib dann nach vor ihr stehen. Öffne die Arme und biete ihr eine Umarmung an. Nimmt sie an. Sehr dankbar. Ich möchte das. Ich meinte das ernst, was ich gesagt habe. Ich möchte das auch. Also wenn wir heute heiraten. Irgendwann zahle ich das Lot hier heim. Irgendwann. Spätestens bei seiner Hochzeit. Oh, ich lasse mir irgendwas Gemeines einfallen. Darauf kannst du dich verlassen. Mhm. Na gut, dann. Bitte nicht zu gemein. Du hast immer ein Vetorecht, ne? Du kannst dich jederzeit bremsen. Aber irgendwas lasse ich mir einfallen. Ich werde dich an dieses Vetorecht erinnern. Mach das. Dann würde sie nach deiner Hand greifen, ihre Finger in dein verschränken und ja, los geht's. Heiraten. Retten wir den Norden. Gut, dann kommen wir wieder aus den Höhlen raus. Aha. Ein falsches Wort. Ein falsches Wort und ich breche dir die Nase. Und wenn ich dafür springe. Das fühlt sich nicht gut an, eine gebrochene Nase.
Ich hatte schon eine. Ich noch nicht vorher. Germanischer Kriegshammer. Also dann, wir haben eine Hochzeit vorzubereiten. Das heißt also, ihr seid einverstanden. Ja. Ja. Wir lassen dich nicht im Regen stehen. Das ist großartig. Aber merke dir meine Worte gut. Du kriegst das alles zurück. Das hoffe ich doch, Kindchen. Und vergiss nicht, dein Erstgeborenen in meinen Laden zu geben. Ich klopfe dir so auf die Schulter. Also soll dein Erstgeborener Gyutanuk Lothir heißen? Oder Lothir Gyutanuk oder was? Also solange ich dieses Kind irgendwann gebäre, überlege ich mir gut, ob das dann so heißt. Du könntest ja versuchen, eine mittelreichische Form von Gyutanuk zu wählen, die man aussprechen kann. Oder schreiben. Übertreib's nicht, weil die Wesen mitschreiben. Gut, dann ist das hier nicht verbreitet. Ist das hier nicht so verbreitet? Tatsächlich ist die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, im Norden fast gänzlich nicht vorhanden. Genau, nicht vorhanden. Ich habe dir ja die Bilder gezeigt. Wir halten unsere Geschichte in Liedern und Bildern fest. Also die Norbanen können lesen und schreiben. Also die Norbanen können lesen und schreiben. Ja, die haben auch eine eigene Schrift. Aber die meisten Mittelreicher oder Bornländer oder Exil, was auch immer, die im Norden leben, können es im Regelfall nicht. Ich habe es mir mühevoll angeeignet, als ich 3 Jahre weg war. War so ziemlich das Erste, was ich gelernt habe. Ja, ich habe es auch mühevoll gelernt, aber es ist drin. Gut, dann kann ich jetzt den Jutanjuk und dann können wir die ganzen Leute einspannen und ihr werdet entweder jetzt in der nächsten Zeit ganz viele hektische Leute sehen oder ganz viele Leute, die zu euch kommen und irgendwelche Fragen haben. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie die so gerade sind. Goswin, vielleicht wird es Zeit, das durch Yuka zu vertiefen. Mhm. Ein paar Beleidigungen kann ich ja schon. Ist immer ein guter Anfang. Immer. Ilfa und ich würde gern Fjernigisch lernen. Können wir bitte erstmal jetzt hier Hochzeit und so? Hast du so eilig? Er schmunzelt. Wenn wir jetzt anfangen, Beleidigungen auf Fjernigisch zu lernen, ja? Hilft uns das einfach nicht weiter. Das kommt drauf an. Er fängt wieder Schand an zu lachen. Gut, wenn du es absolut nicht erwarten kannst, der Blick wieder zu Hikaru, dann versuche ich das Ganze so schnell wie möglich mit den ganzen Hochzeitsvorbereitungen in die Wege zu leiten, wie das irgendwie auch möglich ist. Und ab. Genau. Und der braust los. Julian Jux, Sie haben ja gesagt! Ja, das Ganze lässt sich natürlich nicht so von jetzt auf gleich organisieren. Man nimmt sich vor, am nächsten Abend die Hochzeit allerdings dann doch schon durchzuführen. Yutanuk drängt darauf. Und außerdem habt ihr ja auch immer im Kopf, dass ihr zurück nach Frigorn müsst, um das Haus zu durchsuchen. Und ja, tatsächlich kommen ganz viele Leute mit ganz vielen Fragen zu Ikaio und zu Goswin und auch zu Ilva und Lothir, wenn sie sich nicht direkt trauen, irgendwie was zu erfragen. Und ja? Ich frage ganz viel zurück. Auch erstmal renne ich Lothir hinterher, während er wegstürmt, und frage ihn, was ich jetzt vorbereiten kann, weil ich mich mit den Hochzeitsbieten hier nicht so auskenne. Ich habe ja das Bärenfell besorgt und da können wir können ja bestimmt auch irgendwie aus dem Fleisch was Leckeres kochen und so, aber kann ich sonst noch was tun? Dieses Bärenfell
wenn du Stickereien auftragen kannst, wäre das schon echt eine schöne Sache. Vielleicht sowas wie fjarnlingische Segenswünsche oder sowas. Stickereien. Das Fell ist die Zierde. Was verstehst du daran nicht? Stickereien. Fjarnlicher Segenswunsch. Mögest du gut gehen. Mach doch, was du willst, aber mach das gut. Ja. Naja, besser zuhauen als dein Gegenüber. Oder du könntest mithelfen, zu gucken, dass die Leute bei Stimmung und bei Laune bleiben. Sehe ich aus wie ein Entertainer? Ich dachte eher wie jemand, der auch mal zwei Leute auseinanderhalten kann. Oder sie mit den Köpfen zusammenzumachen, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Das kann ich. Das kann ich. Ansonsten bestimme ich dich jetzt zu meiner Stellvertreterin. Okay. Also du kannst das tun, was ich tue. Also du kannst das tun, was ich tue, nur auf deine Art. Okay. Das kann ich auch. Was hast du jetzt? Jetzt unterrichte ich Jutanjuk, dass sie ja gesagt haben und dann fangen wir direkt mit der Planung an, weil ich denke, der will das so schnell wie möglich machen, die Hochzeit. Außerdem scheint es ja Gostin auch tierisch in den Schuhen zu jucken. Ja. Dann laufe ich jetzt einfach mal hinter dir her und gucke, was du machst. Super, ich habe jetzt einen fjarnlingischen Bodyguard, das ist hervorragend. Sag mal, Lothi, wird das denn jetzt dann eigentlich eine libysische Hochzeit oder eine göttlich, also ein Travierbund oder was? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Da war ich mit Jutanjuk noch nicht ganz übereingekommen. Also ich habe ihn gefragt, ob er den libysischen Teil machen will oder und ich den zwölfgöttlichen oder ob ich alles zusammen verbinden soll als eine große Zeremonie. Das kann ich aber nur mit seiner Erlaubnis machen, bei Schamanen und so. Wäre nämlich ein ganz schlechtes Zeichen, wenn ich mich als Gewalter der Zwölfe über den Schamanen stelle. Regel Nummer 1, Goswin, bei den Gewesen. Der Schamane hat stets Recht. Oder gegebenenfalls die Ehefrau erzwingt. Also ich halte das für eine sehr gute Einrichtung, dass der Dorfzauberer immer... Ich würde ihn nicht Dorfzauberer nennen, aber... Ich glaube, das treffendste Wort wäre religiöses Oberhaupt. Ja. Gut, dann... Quatsch, Lothir samt Adjutantin Ilva und Jutanjuk die Einzelheiten. Lothir darf die Zeremonie leiten. Jutanjuk hält sich da raus, sagt er. Und was braucht ihr denn für eine nivesisch zwölfgöttliche Hochzeit? Das werdet ihr relativ schnell feststellen, denn die Leute kommen ja zu euch hin. Jutanjuks Freundin, nicht Freundin, Frau, hat tatsächlich hat das Zelt, was Jutanjuk und sie früher bewohnt haben, das haben sie abgezogen und mitgenommen. Das wird als Hochzeitszelt benutzt. Und die Sippe von Ikayu hat ja ihr eigenes Zelt. Es wird erwartet, dass Ikayu und Goswin bis zu ihrer Hochzeit getrennt voneinander sich aufhalten. Goswin fehlt allerdings ein Zelt. Nämlich das Zelt seiner zukünftigen Familie. Und das ist das Erste, woran die Dorfbewohner mit Nachdruck arbeiten. Aus allen möglichen Resten an Leder und Stoffen, die sie haben,
ein notdürftiges kleines Zelt zusammenzubasteln, wo, ja, so viel Stoffe werden nicht da sein, aber sie werden so viel zusammensammeln, dass da mindestens zwei Leute doch reinpassen. So als erstes Behelfszelt. Ilva erfährt sehr schnell, dass dieses Zelt auf jeden Fall noch geschmückt werden muss und dass man sich darum kümmern muss, dass das anständig geschmückt wird. Anständig. Für das, was da drin passieren soll. Ja, der Schmied des Dorfes kümmert sich mit seinem Sohn darum und einigen anderen Männern aus dem Dorf und Frauen, dass Goswin ein langes, neu geschmiedetes Messer bekommt. Das er für die Hochzeit braucht. Ebenso wird das Fell, was Ilva erjagt hat, mit anderen Stoffen verwebt und zu einem Mantel gemacht, der sehr, sehr fein aussieht. Ein Firunsbärenmantel mit allerlei edlen Stickereien drauf. Hier für den Norden, Goswin, ist das ein edles Kleidungsstück. Ebenso wird Ikayo auftreiben müssen natürlich ein Hochzeitskleid. Auch ein Messer, ein zeremonielles Messer. Du wirst auftreiben müssen, was du aber links mit deiner Sippe wahrscheinlich relativ schnell bekommen kannst. Ein Webrahmen, den deine Sippe tatsächlich nicht mitgenommen hat auf der schnellen Flucht. Allerdings, einige aus dem Dorf haben bestimmt welches. Und es gilt, aufzutreiben, wer denn seinen Webrahmen abgibt. Und einen Teekessel brauchst du für die Zeremonie. Und last but not least, einige der Jäger und Gerber des Dorfes, die sich darin verstehen, schenken Ikayo und Goswin zwei Wolfskappen. Zwei Hüte aus den Resten eines Wolfs, erlegten Wolfes, die Teil der Zeremonie sind. Und Lothir, was brauchen wir für den zwölfgöttlichen Teil? Zum Glück tatsächlich nicht so viel. Lothir würde darauf bestehen, dass es halt so eine was nordisch-travianisches wird. Und zwar ein Band, also ein Handfesting, das dann mit das wo dann auch mit das besticken würde, oder sowas dann, wo quasi nevesische Symbole und zwölf göttliche ineinander überfließen. Das also so einen nahtlosen Übergang wieder gibt und ja, dass beiden dann nachher ums Handgelenk gebunden werden soll, wenn der Bund gesprochen wird. Ansonsten kleidet sich Lothir tatsächlich in das volle Ifrans-Ornat. Dafür, also wird dann am Tag der Hochzeit komplett in strahlendes Weiß und Hellblau gekleidet sein. Vollständig von Kopf bis Fuß. Gut. Am Morgen des nächsten Tages präsentiert man Goswin das erste Mal das neue Familienzelt, was über Nacht zusammengeschneidert wurde. Und dafür, dass es sehr schnell zusammengeschneidert wurde aus verschiedenen Fellresten, ist es ein Meisterwerk geworden. Denn so viele verschiedene Schneider und schneiderfähige Leute, die daran mitgearbeitet haben, haben nicht vorher gefragt, was kennzeichnet eure bisherige Bekanntschaft, eure Beziehung? Und vielleicht hast du ihnen mit dieser Szene aus dem Iglu geantwortet.
Und deswegen haben sie dir ein Zelt in Igloform gebaut. Und die Stoffränzen sind so angeordnet, dass man quasi die Flügel eines Schwans daraus erkennen kann, wenn man dann weiß, worauf man zu achten hat. Ebenfalls der neue geschmiedete Abwesenheit sein einer richtigen Schmiede, natürlich sehr krude aussehende und sehr behelfsmäßig geschmiedetes Eisen, vielleicht sogar gar kein Eisen, sondern vielleicht eher ein noch minderwertiges Material. Da jetzt vielleicht noch eine Möglichkeit gefunden, weil man hat ja keine Schmiede und ich denke, dass Ikalius Familia den Zeremonial durch besitzt. Ja, vielleicht das ist ja genau, ja, vielleicht leiht dir oder schenkt dir Ikarius Vater ja seinen Dolch, oder da nochmal bearbeitet wird von dem Schmied oder so. Mit irgendwelchen Steinen extra verziert wird oder so. Genau. Oder sonst würde Lothir dir sein Messer geben. Oder das. Als Geschenk. Welches möchtest du haben, Goswin? Du kannst entscheiden. Zwei Leute bieten dir ihre Messer an. Ich glaube, da kriegt der zukünftige Schwiegervater jetzt dazu. Gut. Gute Wahl. Ja. Der sich übrigens sehr lange auch mit Goswin unterhält und dir einbläut, wie die Zeremonie abläuft. Jutta Nuktu erzählt dir auch noch ein paar Dinge, damit du nichts falsch machst. Und du wirst auch ein paar Brocken Nivesisch lernen in diesen paar Stunden. Und dann gegen Abend ist es soweit. Und Lothir und Jutanuk lächeln über beide Backen. Entschuldigung. Ich möchte erzählen, was ihr auf das Zelt gemalt habt. Kommt noch. Lächeln über beide Backen, denn es hat tatsächlich funktioniert. Denn Nivesen und Dorfbewohner arbeiten Hand in Hand. Und sind den ganzen Tag über dabei, die Hochzeit vorzubereiten, die beiden zu trennen, dass sie sich nicht begegnen, in der kleinen Höhle, in dem kleinen Höhlensystem. Und den ganzen Tag wird auch schon, seitdem man Goswin das Zelt präsentiert hat, werden Gesänge angestimmt und Trommeln geschlagen. Überall wird getanzt und ja. Und ausgiebig gefeiert. Und jetzt darf Ilva mal erzählen, was sie noch, nachdem das Zelt präsentiert wurde, dann noch draufmalt. Ja, ich habe mir nämlich erklären lassen, dass man da ganz viele nette Sachen draufmalen muss. Und zwar sowohl Begebenheiten aus dem Leben der Brautleute als auch gute Wünsche für die Zukunft. Ich habe mir sagen lassen, dass man sowohl Geschlechtsteile wie auch Raya-gefällige Szenen darauf abbilden kann oder auch Abbildungen von Schwangeren und Fiedelelfen. Also male ich da drauf. Etwas, was, wenn man es weiß, wie Goswin aussieht und einen leuchtenden Stein um den Hals trägt und dann auch eine kleine Eule. Das ist ja schon Iglu, deswegen brauche ich das nicht drauf malen, aber dann male ich Ikayu mit Liska und wie wir zusammen alle als Gruppe sind, aber die beiden stehen auffällig dicht beieinander und so, ne? Und wie wir auf unserer Reise sind. Dann male ich da drauf eine weitere Szene, wo die beiden zusammen in einem kleinen Iglu-Zelt sitzen, das aussieht wie das Zelt hier, und draußen spielen kleine Viertelelfen. Und so, dann versuche ich halt noch so ein bisschen weiter zu malen, dass die, wo die ganz stark drauf aussehen, wo die nämlich als Kämpfer auftreten und so, weil wir ja im Kampf gegen das Böse sind und ich mal da ganz gruselige Monster drauf, aber wir vermöppen die alle. Aber vorneweg Ikayu und Goswin und Lothir und ich nur so als Beiwerk am Rand, aber wir verhauen die alle. So, und das ist da alles drauf. Ja, sehr schön. So muss das sein.
genau so soll das Zelt bemalt werden. Es ist für den Geschmack einiger Nevesen zu wenig Frivoles darauf gemalt, aber naja. Gut. Und dann naht die Stunde Null und Goswin schreitet aus seinem Iglu-Zelt. Was trägt Goswin jetzt? Ja, also ich trage, ich habe im Gepäck glücklicherweise eine dann eben nicht so schmuddelige Robe dabei, nämlich mein großes Gewand, mein Gewand, das ich für größere Verwandlungen, für rituellere Verwandlungen eigentlich anziehe. Das packe ich jetzt einfach mal aus. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, einfach mal die Robe zu wechseln. Verwandlung auf einer anderen Art. Genau. Ja, ja. Und die sieht folgendermaßen aus, die ist aus roter Seide mit silbern und schwarzem Stick. Im Prinzip die gesamte Länge lang. Das sind Astralsymbole, das sind Objektsymbole. Und das ist im Prinzip das, was ich drunter trage, was so durchscheint, was ich da drüber trage, sind dann natürlich die Dinge, die ich geschenkt bekommen habe. Also die Kleidungsstücke, die die Familie beigesteuert hat. Vielleicht falsch rum oder so. Oh, ich denke, Jutanuk und Lothir werden aufgepasst haben, dass das. Alles klar, wenn die mir geholfen haben, dann auf jeden Fall richtig rum. Wenn ich mich selber anziehen musste, dann. Dann falsch rum. Ja, ja und oben drüber wahrscheinlich das Vierungsfell von Ilva. Ja, und ich. Die Wolfskappe. Stimmt, die Wolfskappe. Entschuldigung. Ja, und das ich trete ja so aus dem Zelt, so mit gesenktem Kopf und stelle mich dann so nervös hin. Und da wahrscheinlich die Leute ja sowieso ganz genau hingucken, sehen sie, dass ich auch Wolfsaugen habe. Okay. Ein Hoch auf den Verwandlungsmagier. Aber es sind zwei verschiedene farbene Wolfsaugen. Wahrscheinlich, oder? Niemand ist perfekt. Ja. Und aus dem Familienzelt von Ikaios Familie schreitet Ikaio. Wie sieht Ikaio aus? Ja, die trägt nicht so diese opulenten Felle, die sie sonst trägt, die sie ja gegen Wind, Schnee und sonstige Stöße abschützen. Sie sieht so ein bisschen ähnlich aus, wie sie sich zum Zweikampf gekleidet hat. Nur bunter. Sie trägt ein Lederkleid, was an für sich genommen total schlicht wäre, aber über und über bestickt ist mit bunten Perlen. Die Muster bilden, die sich in so Spiralen verlaufen, was ihr so ein bisschen Paradiesvogel-Aussehen gibt oder halt sowas ähnliches wie die Nordlichter. Sie trägt die Haare locker hinten zusammengebunden und die Wolfskappe auf dem Kopf und hat in der einen Hand halt den Webrahmen und in der anderen den Kessel. Und ja, ansonsten sind die Wolfsaugen betont durch, keine Ahnung, ein bisschen Kohle. Ja, was dafür sorgt, dass die größer wirken, weil das irgendwie aussieht, als würden die tiefer im Schädel sitzen. Ja. Und wenn sie Goswin mit Wolfsaugen sieht, würde sie erstmal stutzen, so. Das ist aber normalerweise nicht so. Dann, ach ja, Verwandlungsmagier. Da war was. Ja, zuerst kannst du ihn gar nicht sehen, weil er an der anderen Seite des Höhlensystems halt sein Zelt hat. Das heißt, ihr schreitet quasi aus den Zelten heraus. Hm. Und trefft euch in der Mitte in der großen Haupthöhle. Ihr hört die Karäne blöken, die man ein bisschen zur Seite gedrängt hat,
die sich sonst immer in der Mitte aufhalten und Wärme spenden. Und wenn ihr dann langsam aufeinander zugeschritten seid, könnt ihr euch gegenseitig noch auf 10 Meter ja sehen. Und Goswin hat gelernt, was er zu tun hat nach 10 Metern. Hat er es wieder vergessen. Jutanuk guckt so in deine Richtung. Das Messer! Ich hol den Boden raus. Guck mich verschämt um und ja, steckt das Messer in den Boden und setzt dann die Wolfskappe ab. Und Ikayu? Ja, bei Ikayu sieht das Ganze ein bisschen fließender aus. Sie kennt das ja auch. Ja. Auch sie hat das Messer, was an ihrem Gürtel ist, in den Boden gesteckt. Ja. Und zieht die Wolfskappe ab. Und ja, löst dann quasi ihre Haare. Und ist die einmal so. Ne? Flieg. Ist ja kein Bild in der Hülle. Seltener Anblick bei Ikayu, die sonst die Haare immer geflochten oder zusammengebunden trägt. Ja. Und sie hat halt sehr lange, dichte, schwarze Locken. So, und jetzt steht ihr da und weiß Goswin, was er jetzt zu tun hat? Ich muss auch die Wolfskappe abnehmen, oder nicht? Ja, hast du schon gemacht. Also ich habe im Vergleich dazu auch sehr lange, glatte Haare. Und leg die auch nochmal so zurecht. Ich sehe echt super nervös aus. ja. Wir stehen uns dann ja wahrscheinlich, wir treten dann ja wahrscheinlich gegenüber. Ja. Und ich frage mal, wir sind jetzt gemeinsam in das Zelt, oder? In der Mitte des Raums steht tatsächlich das Zelt, an dessen Eingang Lothir wartet. Und ihr schreitet eigentlich nicht gemeinsam dorthin. Der Jutanuk wieder. Geht zu ihr rüber! Ich mach so halt die Arme so aus, so deute so an, so mit dem Motto, nehme ich in den Arm. Ich helfe dir. Ich mach das. Dann neige ich meinen Kopf und sag, du siehst sehr gut aus. Danke, du auch. Streich mir was an. Ja, ich mach es. Ein guter Mann hört immer auf seine Frau. Auch wenn er vor lauter Nervosität alles vergessen hat, was er tun sollte. Ja! Passt super. Das ist kein Problem. Das macht ihn noch niedlicher. Ja. Dann dürfen wir beide quasi Richtung Zelt gehen. Ja, Lothir wartet da und beschreibt dann, was dann passiert. Ja, also wie gerade schon mal gesagt, Lothir in komplettem Ornat, strahlend weiß und eisblau, von Kopf bis Fuß, ohne Waffen, bis er dann so vor ihm steht, er lächelt. Und man sieht, die Freude ist ihm wirklich anzumerken, also die erfüllt seinen ganzen Körper. So. Nun ist es soweit. Der Ernst des Lebens. Er schmunzelt ein bisschen. Freunde, Gäste, Stammesmitglieder. Nach doch sehr langer Zeit sind wir zusammengekommen, um diesen Bund zu beschließen.
der ein oder andere mag vielleicht sich über die ein oder andere Kleinigkeit wundern. Aber diese Zeiten sind etwas Neues. Und diese Ehe ist ein Zeichen, eine Verbindung für uns alle. Dort haben wir Goswin. Er kommt aus dem fernen Lowang, ein Mittelreicher. Ein gebildeter Mann mit einem großen Herz und einer großen Zuneigung für die Tiere dort draußen. Er hat ein ums andere Mal seine Tapferkeit unter Beweis gestellt. Er war im Zweikampf siegreich, obwohl ihm wohl kaum einer eine Chance zugedacht hat. Er ist hier, um diese Frau, Ikayu, die wir alle kennen und lieben, ihre Schelmereien, ihre Streiche, aber auch ihr Geschäftssinn suchen ihresgleichen. Und sie ist nicht minder tapfer als Goswin. Sie ist eine Wölfin. Eine verspielte, aber eine Wölfin. Diese beiden sollen uns allen etwas Lehrreiches mitgeben. Zwei völlig unterschiedliche Welten, völlig unterschiedliche Kulturen, ja sogar ein vollkommen unterschiedlicher Glaube. Sie können vereint werden und hier werden sie vereint. Aus freien Stücken gehen beide den Bund ein. Gebt mir eure Hände. Ich zitter da so dermaßen. Also, halt dich fest. Luthier legt dann eure Hände ineinander. Und sie hebt dann dieses bestickte Band auf, das sie dann ganz behutsam um eure Hände legt. Hiermit verbinden wir die 12 Götter und die Himmelswölfe. Hiermit verbinden wir den Norden mit dem Süden. Und im Sinne Raukios und Reaisasas und mit dem Segen Ifirns möchte ich diese Verbindung segnen. Ich weiß, dass diese beiden treu, gut und tapfer zueinander stehen werden. Aber ich möchte auch einen Ratschlag für sie und für alle anderen mitgeben. Eine Ehe erfordert Arbeit. Sie ist ein Quell unerschöpflicher Freude, aber sie erfordert auch Arbeit und manchmal ist sie ausgesprochen anstrengend und erfordert einen Kampf. So wie zwei Wölfe, wenn sie sich begegnen. Ich bin sicher, dass Goswin Ikayu sehr häufig einen guten Ratschlag geben wird, der sie von allzu eifrigen Taten abhält. Und ich bin sicher, dass Ikayus überschäumende Lebensfreude Goswin in seinem Innern zu noch mehr Herzlichkeit verhelfen können, als er bislang schon in den Tag gelegt hat. Goswin, bist du bereit, den Bund mit Ikayu zu schließen, von jetzt an bis zum letzten Tag, an dem die Himmelsscheibe herabfällt? Ja. Ikayu, bist du bereit, den Bund mit Goswin zu schließen, von diesem Tag an bis die Himmelsscheibe hinabfällt?
Ja, das bin ich. Mit dem Segen Jutanjuks, der mich dieses Ritual durchführen lässt, beschwöre ich die Himmelswölfe und die 12 Götter, diese Verbindung zu segnen, auf dass ihnen kein Leid zustoßen mag und dass sie von jetzt an und in Zukunft glücklich sein werden und ganz viele wunderbare und glückliche Kinder das Licht der Welt erblicken werden, die aus ihrer Verbindung hervorgehen. Das Zelt gehört euch. Ja, da gehen wir mal rein. Definitiv. Lothar dreht sich dann zu den ganzen Junggesellen um, nickt einmal und sie fangen ein lautes Wolfsgeheul an. Alle stimmen ein. Ja, und gemeinsam treten wir über die Zeltschwelle. Und hinter euch schließt sich die Zeltplane und dieser Stream für heute. Und mit einem glücklich vermählten Paar auf die Schnelle zur Verbindung von zwei Völkern und zum Aufmuntern im Angesicht einer drohenden Gefahr könnte man besser diesen Stream nicht beschließen. Und der Chat gratuliert auch. Sehr schön, ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Spielen. Es war sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, hätte nicht gedacht, dass ich dieses Abenteuer mit euch begonnen habe, dass wir sowas mal erleben. ja. Du hättest es wissen müssen. Woher? Woher? Ja, woher? Ja. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch an den Chat, an die Leute, die da waren. Ich guck mal, wie immer, wer so alles hier ist. Ich sehe Feramin, ich sehe André, Asrael, Bananen, Beuteltier, Commander Root, der dunkle Electrical Longboard, Geist von Mira ist da. Justus ist da, Kagrim ist da, Mr. Magister, Sayadra, Zero Joe to go, sehr cooler Kanal auf YouTube übrigens, Shamasa, Skinny Seahorse, Boon, Umtopfen, ah, geiler Nickname, sehr cool, V&K, Virgoprotz und Jairobi. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr es später auf YouTube guckt, auch euch ein herzliches Dankeschön. Hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar dann unter dem Video, wie ihr es fandet. Und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir werden jetzt eine kleine, längere Pause einlegen müssen, zwangsweise, weil wir ein bisschen eingespannt sind. Wir sehen uns wahrscheinlich erst, wenn ich das richtig im Kopf habe, erst im November wieder. Aber wann das genau sein wird, das erfahrt ihr im Nordpol. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Oder wenn ihr mir auf Twitter folgt, kommt ihr da auch irgendwie Infos am Tag, wenn wir on air gehen wollen. Ja. Danke, danke. Und der größte Dank geht an die Leute, die uns jedes Mal so sehr stark motivieren, weiterzuspielen. An die Leute, die kommentieren unter die Videos. Es ist echt, also es trägt mich zumindest immer durch die Wochen. Und es geht direkt ins Herz und da bleibt es auch. Ja, ich finde das, ich find das total schön, dass wir hier Dinge machen, die euch so sehr gefallen. Danke dafür. Also, wenn ihr nette Worte für uns überhaupt, also seid euch sicher, dass wir das sehr, sehr stark mitnehmen, auch in unseren, also ich zumindest auch in meinen Alltag, ich glaube, ja, mich das sehr, sehr motiviert, das weiterzumachen. Dankeschön. Das ist viel toller als jedes Abo oder jedes
jedes andere Zeug. Und sowas hat man, wenn man nicht on-air spielt, leider nicht. Das ist so was, ein Privileg, das wir hier mit euch teilen dürfen. Dankeschön dafür. So, und ich rede nicht mehr länger, sondern sage einen schönen guten Abend, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, egal wann ihr es mal guckt. Den Segen der 12 und der beiden Himmelswölfe mit euch. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.